des Soles den Schleier niederreißen und den Schaden wieder rückgängig machen, auch wenn unsere Welt dafür brennen muss. Jemand muss ihn aufhalten. Und genau da kommt ihr ins Spiel. Ach, die Stimme, die altbekannte von Varric. Hey. Hast du es so von der Lautstärke her? Oder? Ey, ja, Zwerg, sehr gut. Oh. Es gibt Zwerge, mein Abend ist gerettet. Das war so meine Befürchtung, dass die nur Elben und Menschen reinballern. Ich hatte irgendwie Angst. Was ist das denn hier? Ah, die Kunari, okay. So, Aussehen, wie mache ich dich denn auf jeden Fall erstmal männlich, bitte? Hallo? Ah. Was für Riesenfüße, das haben wir als Zwerge. Haare verbergen? Ha. Nein, da brauche ich, mach kein Elf. Vergiss es. Was ist das denn? Oha. Aber was ist das? Ach so, das ist das Ausmaß, okay. Das so machen und das runterschrauben, ist das Ausmaß auch wieder gering. Ja, okay. Nee. Hey, Dabra. Was ist da los? Oh Gott. Übung. Augenbrauen. Breite Höhe. Jetzt wieder viel rumspielen. Sieht. Junge, Junge. Mir fehlt wieder so ein Zufallsbutton. Was ist das denn hier? Leuchtung. So. Das ist schon schöner hier, ne? Kehlkopf, Schädelform. Scheitel abflachen. Hinterkopf abflachen. Beide Seiten abflachen. Linke Kopfbreite. Dickschädel, ich weiß. Okay, okay. Untergewandt. Ach ja, das passt zu mir, oder? Das ziehe ich an. Das ist was für mich. Oder einfach nur so? Ich sehe gar keine Haare da. Was ist das denn für einer? Körperform. Warum ist das jetzt so komisch? Körperproportion. Brustgröße. Ich hab ordentlich Boobs. Grimmi hat Boobs. Hautfarbe hat sie schon. Ich werde mir schon wieder eine schöne Frisur raussuchen. Keine Sorge. Haare. Da bestimmt ein paar, oder? Oh, guck mal hier. Sunny.
Oder, oh, noch besser. Sehe ich aus wie Dirty. Dirty Devil. Ja, geil. Wieso gibt's denn da? Ach, du liebes Lieschen. Oh Gott, da ist ein Baumwollkopf. Yay! Baumwollfrisur. Oh, ich mag es, wenn ein Spiel so viel Frisuren hat. Ah, das bin ja schon wieder, das sehe ich mich hier schon wieder, ne? Muschelkopf. Auch wenn Sunny wieder 500 mal Drama, die Drama macht. Das ist halt so, ne? Hey, Sunny. Das sieht aus wie Grimm Lancelot. Wie Grimmelot. Ah ja, die Frisur war ja schon krass, ey. Sieht auch cool aus. Ein bisschen struwwelig. Aber natürlich blond. Alt. Bart. Gibt's auch so viele. Krass. Cool. Im Rübezahl. Bart. Ah. Ah. So bin ich mir noch nicht ganz sicher. Noch. Schädel vor. Ach so. Was? Augenfarben. Jeden Fall. Warm. Upp. Kalle ab. Schlupp. Schlupp. Was? Was soll das? Ja, der guckt, ja, wie immer gucke ich, ne? Der guckt wie ich. Make-up. Tätowierungen. Oh, Schlangen-Interface, ey. Guck mal, voll gefährlich. Hä? Das sieht aus wie ein Tippi. Gott.
So, haben wir alles? So, weiter. Krieger, Schurke, Magier. So, Chat, was nehmen wir? Schnelle Bewegung und Reflexe. Haha, beim Zwerg. Kaputt. Ich bin ja eigentlich immer Krieger, ne? Magier ist gelockt. Oh. Ich kann nur Krieger und oder Schurke nehmen. Ja, ich bleib Krieger. Keine Sorge. Freizeitkleidung. Passt das so, Sunny, von der Frisur her und vom Bart? Ist das okay für dich? Kann ich so rausgehen? Ist das in Ordnung? Ich bleib bei den grauen Wächtern. Das habe ich schon vorher beschlossen. Alles andere, keine Ahnung. Kann ich eine andere Gruppierung nicht wählen hier? Geht so. Beim Outfit, beim Aussehen kann ich das irgendwie nicht so recht machen. Bei den Erstellungen habe ich immer Angst, dass die gleich aneinander Schwäche umfallen. Du hast halt keine Gruppe, oder? Nee. Scheiße. Verdammt. Ja, keine Auswählen, ne? Geht anscheinend nur so bei den grauen Wächtern. Okay. Nachname Thorn. Grimdorn Thorn. Oh ja, ich weiß. Hast du mir schon gesagt. Wie? Es geht darum, Action, Kampfvoreinstellungen. Ja, das lassen wir so auf normal, würde ich sagen. Ja, was denn wohl, ne? Grimdorn. Den kann ich nicht auswählen. Drücke die H-Taste. Machen wir uns an die Arbeit. Klingt ja wie so. Hallo? Machen wir uns an die Arbeit. Ach, ich kann auch weiblich klingen. Was hat er? Was? Was hat er denn jetzt schon wieder gesagt? Was hat er denn jetzt schon wieder gesagt? Was hat er denn jetzt schon wieder gesagt? Ich würde sagen, mein Zwergi steht. Du kannst dein Aussehen später im Spiel ändern. Das ist ja schon mal nett. Dann legen wir mal los. Herr Thorn, ja? Sie wünschen. Also, wo waren wir? Oh, richtig, bei ihm. Unser Plan lautet, den Schreckenswolf aufzuhalten, bevor er sein Ritual durchführen kann. Nachdem wir seiner Spur durch die halbe Welt gefolgt sind, führte sie uns schließlich nach Minrathes, in die Hauptstadt des Reichs von Tevinter. Um Solas in einer derart großen Stadt aufzuspüren, brauchen wir eine Expertin. Und so beginnt unsere Geschichte natürlich wie alle großen Geschichten. Mit der schäbigsten Schenke der Stadt und einer verschwundenen Kontaktperson. Versuchen wir es nochmal.
Wo ist Nev Gellis? Glaubt ihr ernsthaft, einfach herkommen und Forderungen stellen zu können? Nev Gellis ist meine einzige Chance, den Schreckenswolf zu finden. Ich werde nicht weggehen, bevor ich weiß, wo sie ist. Fangt besser an zu reden, bevor ich euch erreiche. Schätzchen, wie bezaubernd. Zwergi prügelt sich. Gibi! Klappe! Gestatten, Bianca. Sie hätte gern, dass ihr noch bleibt. Nev Gellis. Dümer Plaza. Die Venatori haben sie zum Dümer Plaza gebracht. Danke. Gleich mal. Ja, moin. Eure Freundin Nev Gellis ist auf dem Dümer Plaza. Schon gehört. Darum seid ihr mein Stellvertreter. Und nur für die Zukunft. Man hätte das bestimmt auch einfacher lösen können, als sich mit dem ganzen Laden hier anzulegen. Ich wusste, dass mir nichts passieren kann. Ihr habt mir doch den Rücken gedeckt. Ja, ja. Kommt schon. Harding wird besorgt sein. Also dann, wieder an die Arbeit. Ich hoffe, Nev ist so gut, wie ihr sagt. Sie ist die beste Detektivin, die ich je gekannt habe. Wenn sie sagt, sie hat eine Spur zu Solas, glaube ich ihr. Der Archon-Palast. Etwas muss sie in Aufregung versetzt haben. Sollten wir uns nicht beeilen, um von ihr wegzukommen? Wir wollen keinen Verdacht erregen. Wir verschwinden von ihr ganz freundlich und unauffällig, finden Nev Gellis und halten Solas auf. Denkt ihr immer noch, ihr könnt ihn zur Vernunft bringen, bevor er mit seinem großen Ritual beginnt? Dieses Ritual wird den Schleier niederreißen. Das Einzige, was uns von dem Nichts und unzähligen Dämonen trennt. Ich muss ihn zur Vernunft bringen. Ja, ja, der gute Solas, ne? Oh. Wartet! Ich hab doch gar nichts gemacht! Los runter! Wollen die etwa uns? Ist es wegen der Bar? In Minrathus bleibt nichts unbemerkt. Wir müssen ihr helfen. Wir haben keine Zeit, verhaftet zu werden. Schon gar nicht, wenn wir... vielleicht noch aufhalten. Gehen wir. So, Harding, ja. Hier entlang. Sie zeigt uns den Weg zum Dümer Plaza und dann führt Nev uns zu Solas. Achtung! Schwört Solas absichtlich den Boden? Ich vermute eher, der Schleier ist geschwächt und sie schlüpfen durch die Risse. Und wenn der Schleier komplett zusammen... wird es auf der ganzen Welt ganz ähnlich aussehen wie hier. Kommt hier entlang. So müssen wir zu Harding gelangen. Ah.
ihr seid jetzt sicher. Geht nach drin und verriegelt die Türen so schnell ihr könnt. Hab Dank. Harding, alles klar? Ich hab getan, was ich konnte. Aber das Ritual scheint den Schleier zu schwächen. Viele hier haben Angst. Wegen der Dämonen. So viele habe ich ewig nicht mehr in unsere Welt kommen sehen. Was ist mit euch? Alles in Ordnung? Das waren viele Dämonen und der Archon-Palast hat auch auf uns geschossen. Bringt das Blut in Wallung. Meine Ausrüstung? Steht da drüben. Yay! Wo ist Nef Gellert? Mein Schwert. War sie nicht am Treffpunkt? Die Venatori waren vor uns da. Sie haben sie verschleppt und die Schankwirtin bezahlt, damit sie den Mund hält. Überrascht mich gar nicht, dass unsere Detektivin sich mit diesem ganzen Blutmagier-Kult angelegt hat, aber der Zeitpunkt war kacke. Die Wirtin meinte, die Venatori hätten Nef zum Dümer Plaza gebracht. Wisst ihr, wo das ist, Harding? Das ist kein Problem. Ich habe den Dümer Plaza gesehen, als ich unterwegs war. Da wimmelte es vor Venatori. Folgt mir! Augen auf! Wir kriegen Gesellschaft! Da kommt... Kampfgrundlagen. Dämon! Ah, der visiert automatisch den nächsten an. Das ist ganz cool. Halte dein Schild. Okay. Drücke R, um einen Heiltrank zu trinken. Super. Falls nötig, solltet ihr euch lieber verarzten. Schon passiert. Wenn Solis den Schleier niederreißt, wird dabei doch alles vernichtet, oder? Solis hat immer wieder davon gesprochen, wie wunderschön die Welt damals gewesen sei. Diese Welt hatte schon vor dem Schleier existiert. Gilt. Und er will sie wieder aufleben lassen. Selbst wenn der Preis dafür ist, dass sein Ritual uns alle umbringt. Also... Am Anfang her bin ich jetzt schon impressed. Also ich bin schon, sieht sehr gut aus. Es läuft flüssig. Ich kann meinen Zwerg spielen. Die machen jetzt keinen Ärger mehr. Ich hasse diese Arschgesichter. Zack. Oh. Batz, batz. Oh, mein Schild ist cool. Hält sogar Feuerbälle ab, Leute. Wie es aussieht, haben die Venatori den Weg mit einer Barriere versperrt. Zerstöre Kristalle in der Nähe. Hä? Weitere Eindringlinge! Das sind zwei, drei. Ein reizender Haufen Kultisten, nicht wahr? Und so geht's auch. Okay. Hui! Das hat vielen von uns das Leben gekostet. Ja, ich war dabei. Sie sind Verbündete von Nef Gallus. Tötet sie alle! Wählen Sie mit Tab die neue Fähigkeit Peitschender Tritt aus. Sie erfordert Tab
Okay. Oh, wow. Tefras. Diese Straßen gehören den Venatori. Venatori, übste Geldranine. Eine weitere Barriere. Sie sieht allerdings nach Nevs Werk aus, nicht nach dem der Venatori. Ist das ein Heiltränke als drin? Okay, cool. Halb Heldpötte. Oder? Was soll ich? Ja. Tränke sind voll, alles klar. Viele Venatori hier in der Stadt hassen mich. Da dachte ich mir, na gut, mal sehen, wer sich heute an mir rächen will. Dann hagelte es plötzlich Dämonen. Das heißt, zurück an die Arbeit. Respekt dafür. Rook, das ist Nev Gallus. Sie weiß hier Bescheid. Mit ihrer Hilfe finden wir Solus. Nev, das ist Rook. Harding und ich sind auf ihn gestoßen. Ein nützlicher Experte für Ärger. Rook, wie der Turm beim Schach? Ganz genau, wie eine der stärksten Spielfiguren. Und denk genauso geradlinig. Freut mich, euch kennenzulernen. Ihr habt einen guten Geschmack, was die Wahl eurer Feinde anbelangt. Ja, nicht wahr? Ihr habt also eine Spur? Ich habe Solus nicht gesehen. Aber ich stieß auf Spuren von Magie. Magie, wie man sie in Elfenruinen findet. Ich habe die Spur zu einem Gebäude unter unserer Herrin des Sieges verfolgt. Dort versteckt sich euer Mann. Dann lasst uns gehen, ehe er weiter an Macht gewinnt mit seinem Ritual. Noch weiter? Es zieht jetzt schon mehr Macht an, als ich es von einem Dutzend Magiern erwarten würde. Ihr sagtet, er arbeite allein. Ich habe auch gesagt, er wäre ein uralter Elfengott. Ein Elfengott. Tja, was er auch ist, er verursacht Probleme in meiner Stadt. Gehen wir. Also wenn wir Solus oder den Schreckenswolf oder wie auch immer er sich nennt, stellen, wie sieht denn der Plan aus? Er will den Schleier niederreißen. Wenn wir Glück haben, erfordert dieses Ritual seine volle Aufmerksamkeit. Wir schnappen ihn uns also, während er sein Ritual durchführt, damit er uns nicht bekämpfen kann? Das ist zumindest meine Hoffnung. Nein, da liegt auch noch Gold rum. Kommt, sind wir tot. Also das heißt, wenn du Kisten zerschlägst, kannst du Gold haben. Kommen. Wer weiß was noch. Alles kaputt machen. Ist cool. Oh Gott. Soll ich rüber? Wir können das Seil runterrutschen, um rüberzukommen. Ja. Ich werde langsam genau. Zu weit für diesen Scheiß. Ach du Scheibenglitzer. Jubi! Da. Zu dem Gebäude habe ich Solus verfolgt. Die Venatori haben es offenbar auch gefunden. Und was mir nicht so gefällt ist, ich weiß nicht, warum die das in letzter Zeit immer machen, ist, dieses Dynamikbereich-Ding. Kann man das nicht weglassen? Dann haben die Dämonen sie gefunden. Ah ja, gut. Gott sei Dank, das geht. Aber das finde ich immer sehr so, ne, wenn sie so ein bisschen weiter weg sind oder du die nicht richtig zu denen hindrehst, dann hörst du die nicht mehr. Das finde ich irgendwie so ein bisschen, naja, das kann man Gott sei Dank ausschalten. Von daher, perfekt. Das ist schon mal sehr gut. Was liegt denn da hinten?
Mich dahin? Oh, Gegner. Fernkampfangriffe. Drücke Q, um einen Schildwurf zu machen. In der Face. Pfui. Mein Tritt. Ich kann sie aufheben. Das ist also das Versteck des Schreckenswolfs. Soll ich das doch nicht rein? Schwer zu sagen, wie lange er es schon benutzt. Einige der Sachen hier sehen uralt aus. Solus lebt schon ziemlich lange. Sogar länger, als es Minrathas gibt. Lass mal noch schnell hier hingucken. Hier noch? Gold? Das ist zu? Okay, dann doch da lang. Alles klar. Oh. Kann ich mir noch schnell Heilung holen? Sind wir wieder voll? Mysteriöse Zeichnung. Gesprengte Ketten. Solus hat Sklaven befreit. Solus verabscheut Sklaverei. Eines der wenigen Dinge, in denen wir uns einig waren. Ihm zufolge waren die anderen Elfengötter Tyrannen, die sein Volk unterjochten. Er hat versucht, den Leuten zu helfen. Was seht ihr? Keine Spur von Solus. Nur ein großes, leuchtendes Fenster. Oder ein Spiegel oder irgendwas in der Art. Okay, das klingt unheilvoll. Altelfen, die irgendwas mit einem Drachen anstellen, glaube ich. Ja, vielleicht versuchen sie, ihn zu kontrollieren? Solus zufolge waren die anderen Elfengötter böse. Und wenn sie tatsächlich Drachen gebunden haben, hat er wohl zumindest in diesem Punkt recht. Okay. Drachen. Ja, das kennen wir ja schon, ne? Immer diese Drachen. Krieger haben Zugriff auf mächtige Zweihandwaffen wie Großäxte und Streithämmer. Die Angriffe sind langsamer als mit Waffe und Schild, verursachen aber mehr Schaden. Normales Verteidigen wird durch getimtes Verteidigen ersetzt. Okay. Der Grimmi mit dem Hammer. Yay. Und auf die 12. Sehen wir uns um. Die Luft ist voller Magie. Solus hat für irgendetwas jede Menge Macht aufgewandt. Solus, Fenharel, der Schreckenswolf. Er hat viele Namen. Ich habe ihn immer Grieskram genannt. Grieskram. All die Bohne, grüße dich. Hallöchen.
Ein wunderschön. Ich denke mal, das ist jetzt noch alles Tutorial, Leute, ne? Gehe ich mal von aus. Das ist ja noch nicht das Hauptspiel. Das, was wir hier machen. Tada! Sehen wir doch mal, was auf der anderen Seite ist. Erst heute neue Teil Release und jetzt schon so ein klein bisschen verliebt, muss ich sagen. Er sieht grafisch sehr gut aus, finde ich. Ich habe es nur auf mittleren Einstellungen, weil es mein PC sonst nicht mehr packt. Es ist super synchronisiert. Das Audio ist so ein bisschen, da muss ich nochmal gucken, ob ich es irgendwie umstellen kann. Wenn du zu weit weg bist oder so, dann hörst du die nicht mehr. Aber das soll wohl so sein. Ich kann meinen Zwerg spielen. Also ich finde es bisher... Naja, ich habe es... deswegen glaube ich immer Kritikern sowieso nicht. Die sagen, das Spiel sieht jetzt schon kacke aus, das wird nichts. Ist das schlecht? Überzeugt mich da lieber selber von. Ich habe ja 1 bis 3. Der zweite Teil war jetzt wirklich nicht so gut. Teil 1 war natürlich Fenster, das ihr vorhin perfekt. Habt, und 3 war auch sehr gut. Sie sind elfisch und uralt. Sie dienen als Tore zwischen zwei Orten. Solas nutzt ja sie, um sich schnell fortzubewegen. Heute. Er muss hindurchgegangen sein. Auf PS5, also auf den Konsolen, ging es schon heute Nacht zum Download. Steam hat es jetzt freigegeben, um 17 Uhr. Es gibt 4 Rassen. Elfen, Unari, Menschen, Zwerge. 60 Euro. Bei Steam. Ich weiß jetzt gar nicht, was es bei meinem Partner kostet. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht geguckt. Weil ich habe es vom Dabra geschenkt bekommen. Okay, das hier ist nicht mehr Minrathus. Ich kenne diese Bäume. Das hier ist der Alethenwald. Und da ist euer Ritual. Die aufgewandte Macht. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Die Beben werden stärker. Und da sind Dämonen. Ja, das ist leider so. Das gibt's nicht mehr. Also du kannst froh sein, wenn es nur 60 und nicht schon 70 kostet. Panzerung schützt Gegner mit... Also ist das ein Bonusschaden? Okay. Ah ja. Mal gucken, ich habe das gar nicht. Habe ich gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt, da irgendwas zu machen, weil ich baue da keine Panels rein. Mein Partner ist in den Panels drin. Was kostet es bei dem? C 46,99. Also 14 Euro billiger als bei Steam. Zum Glück fallen die Preise auch relativ schnell bei. Ja, das stimmt. Oh, Pups genug Mette. Solo-Spiele laufen einem ja auch nicht weg. Ja. Das ist richtig. Aber ich konnte nicht. Ich bin immer sehr ungeduldig bei sowas. Gerade vor allem, wenn ich mich auf so Titel freue. Habe ich richtig Bock drauf. Habt ihr auch das Gefühl, dass diese Beben stärker werden? Geht einfach weiter und versucht nicht darüber nachzudenken. Ist er weg?
Mal zu einem Beben, wenn einer dieser großen Kristalle an der Ritualstätte aufleuchtet. Und es sind nicht mehr viele übrig, die noch aufleuchten könnten. Wir sollten uns also besser beeilen. Ballus geht, ja. Okay. Ballus G3, ganz klar, ne? Ballus G3 ist ja auch übelst geil. Da kann man ja nichts, konnte man ja gar nichts mehr falsch machen. So Titel lohnen sich auf jeden Fall mal was in die Hand zu nehmen, ja. Das habe ich mir sogar zum EA gekauft, habe mich dann ein bisschen geärgert, weil ich dann nicht weiterspielen konnte. Weil ich das nicht gelesen habe, richtig, ne? Und ja, ja, so ist es halt. Aber dann bei Release, naja, durchgezockt haben wir es leider nicht. Wir sind fast da. Hab mich ein bisschen geärgert, weil normal spiele ich solche Geräte eigentlich durch. Aber das haben wir nicht ganz gemacht. Kapitel 4 war mal. Naja. Was soll's. So, ich muss mir mal ganz kurz Augentropfen reinmachen. Die spinnen schon wieder. Sekunde. Ich hasse meine Augen. Ich hasse sie. Hast du BG3 durchgezockt? Irgendwann macht man das auf jeden Fall. In diesem Leben. Notfalls fangen wir halt nochmal von vorne an. Dafür ist das Spiel einfach zu gut. So, mal ganz kurz erholen lassen mein Auge. Ihr kennt das sicher, wenn euer Augen brennt und tränt und was weiß ich nicht alles. Aus Grund XY. Das ist ekelhaft. So. Dass es jetzt beruhigt bleibt. So. Wir müssen diesen Dämon so schnell wie möglich ausschalten. Wow. Hey. Wow.
Stirb! Ach, der ist ja immer noch nicht tot. Stimmt, das war ja nur die Panzerung. Wie konnte ein so großer Dämon durch den Schleier kommen? Er ist ein Dämon des Hochmuts. Das verdammte Ding hat vermutlich Solas Ego gespürt. Hallo Pixel, schön dich zu lesen. Grüße dich. Geht's allen gut? Gut genug. Sehen wir zu, dass wir zu Solas kommen. Hab schon zweimal durch, mache jetzt einen Durchlauf, wo ich keinen Speicherstand laden darf, um eine Aktion entscheidend zu revidieren. Mal gucken, wie das läuft. Okay, viel Spaß dabei. Also gut, ich übernehme ab hier. Ganz sicher? Absolut. Haltet mir nur die Dämonen vom Leib. Ich rede mit ihm. Varric, Solas wird seinen Plan nicht aufgeben, nur weil ihn ein alter Freund nett darum bittet. Solas braucht einen Grund für eine Alternative. Jemanden, der ihm einen Ausweg anbietet. Ihr seid dafür geboren. Und wir werden euch den Rücken frei halten. Ihr schafft das. Danke, Rook. Egal, was ihr von ihm haltet, er ist mein Freund. Und wenn er nicht auf mich hört, dann wird ihn Bianca überzeugen. Mehr Dämonen! Kümmert euch um die Gruppe für mich. Na, Griesgram? Ich hoffe, ich störe nicht gerade. Alles klar. Varric braucht mehr Zeit. Ja, Morrigan, genau. Der Schleier ist eine Wunde, die dieser Welt zugefügt wurde. Sie muss geheilt werden. Indem ihr die Welt mit Dämonen flutet? Ich habe Vorkehrungen getroffen, um den Schaden zu minimieren, Varric. Minimieren? Viele sterben in diesem Moment. Hört mir jetzt zu! Bitte! Menschen sterben zu jeder Zeit. Das ist nun mal so. Scheiße, wir brauchen einen besseren Plan. Wollt ihr, dass ich schieße? Nein, er ist einfach zu mächtig. Unterbrechen wir das Ritual. Wie? Seht ihr die Statue? Wenn wir das Gerüst von dieser Statue beschädigen, wird sie direkt auf Solas stürzen. Das ist riskant. Ein Ritual dieser Größe zu stören, hat Konsequenzen. Was ist mit den Dämonen? Wir müssen sie Varric vom Leib halten. Ja, ihr zwei bleibt hier. Ich kümmere mich um die Statue. Was? Nein, sich so viel roher Magie auszusetzen, ist Selbstmord. Der Sturm könnte euch zerreißen. Hat jemand eine bessere Idee? Also gut, aber ihr braucht Hilfe. Ich komme mit. Ich bin Magierin. Ich gehe. Jedenfalls muss jemand hier bleiben und die Dämonen stoppen. Ich nehme natürlich ein Zwergenmädel mit. Hallo? Gehen wir, Harding. Nev, ihr haltet die Dämonen auf. Geht klar. Ja.
Wo ist die denn? Ah, da. Zerstören und damit so viele Leben auslöschen. Wir zwei kämpften einst Seite an Seite. Denkt ihr wirklich, ich würde das hier tun, wenn es eine andere, bessere Lösung gäbe? Die Säule rührt sich, aber... Sie fällt nicht! Stoßen wir sie um! Ich helfe euch! Zusammen! Jetzt! Ihr habt einen weiten Weg zurückgelegt und euch tapfer geschlagen, Varric. Aber diese Geschichte endet nicht mit meinem Untergang. Oh no! Oh no, bitte nicht Varric. Ihr habt keine Ahnung, was ihr getan habt. Das weiß ich. Ich habe euch daran gehindert, die Welt zu zerstören. Ich hatte nicht vor, die Welt zu zerstören. Ihr habt mein Ritual unterbrochen. Und dadurch wurde ich hierher gezogen. In das Nichts. Verstehe. Also, deswegen seid ihr hier. Aber wieso bin ich hier? Euer Körper ist bewusstlos. Aber euer Blut wurde an der Ritualstätte vergossen. Genug für eine schwache Verbindung. Blutmagie? Erstens verabscheue ich Blutmagie zutiefst. Und zweitens, besäße ich die Macht, euch zu beherrschen, hätte ich sie längst eingesetzt. Um euch loszuwerden, muss ich also nur aufwachen? Und wie erfahren seid ihr darin, willentlich aus dem Schlaf zum Wachzustand zu wechseln? Kann ja nicht so schwer sein. Während ihr das übt, sollte ich euch vielleicht über die Konsequenzen eures Handels aufklären. Ach ja. Die Evanuris, oder wie ihr sie nennen würdet, die Elfengötter. Die Kreaturen, die entkommen sind.
Zu früheren Zeiten beherrschten sie die Elfen, aber das war nicht genug. Sie wollten nicht nur gehorsam, sie wollten angebetet werden. Als ich rebellierte, entfesselten sie die Magie der Verderbtheit. Sie verdarben alles, was sie sahen, bis ich sie in meine Falle lockte. Doch dank euch bin nun ich gefangen, während die verderbten Elfengötter frei sind. Wie könnte ich irgendetwas glauben, das ihr sagt? Ihr selbst habt sie aus meinem Gefängnis entkommen sehen. Und wie ihr den Schleier niederreißen wolltet. Ich hatte einen Plan. Varric hat oft gesagt, dass ihr euch aus all dem herausreden würdet. Varric? Ja, er hat gesagt, das wäre euer Stil. Keine richtigen Lügen, sondern Halbwahrheiten, um einen zu überzeugen, dass ihr das Richtige tut. Er hat versucht, mit euch zu reden und jetzt ist er verwundet. Varric ist selbst geübt darin, die Wahrheit zu verschleiern. Diese Dinger, die entkommen sind. Ihr sagtet, es sind Götter. Sie sagten, sie wären Götter. Verderbte, tyrannische, sadistische Götter. Es brauchte meine gesamte Macht, um sie vor Jahrtausenden einzusperren. Sicher werdet ihr mit ihnen fertig. Das ist ungemein hilfreich. Wer seid ihr, der Elfengott des Sarkasmus? Der Lügen, des Verrats und der Rebellion. Abhängig von der Geschichte. Doch wie könnte ich helfen? Ich habe weder meinen Ritualdolch, noch Zugang zu den Spiegeln, mit denen ich vom Leuchtturm aus überall hinreisen konnte. Alles, was ich anbieten kann, ist mein Wissen. Oh, hilfreiche Ratschläge des elfischen Gottes der, und ich zitiere euch jetzt, Lügen des Verrats und der Rebellion? Je nach Geschichte. Elganan und Gelenane sind jetzt euer Problem. Dies ist von nun an eure Verantwortung. Ja. Wieso? Wieso den Schleier zerstören? Wollt ihr, dass ich schieße? Nein! Varric! Keine Ahnung, was ihr getan habt. Dies ist von nun an eure Verantwortung. Sieh an. Ah, er lebt, Gott sei Dank. Na, wen haben wir denn hier? Varric? Es geht euch gut. Solas hat auf euch eingestochen. Ich dachte... Glaub mir, Kleiner. Ich kenn Schlimmeres. Um mich aufzuhalten, braucht es mehr als nur eine Fleischwunde. Aber ich schätze, ich werde wohl nicht so schnell wieder in die Schlacht ziehen können. Varric, als wir das Ritual aufgehalten haben, ist etwas entkommen. Etwas, vor dem sich sogar Solas fürchtet. Ihr schafft das, Rook. Die Welt wurde von den Dämonen verschont, weil ihr Solas aufgehalten habt. Nicht ich. Varric, das mag sein, doch ohne euch. Rook, ihr schafft das. Ich hab gesehen, wie ihr arbeitet. Zum Beispiel, als ihr gegen die dunkle Brut euren eigenen Plan, euren Befehlen vorgezogen habt. Ich habe euch nicht ohne Grund in dieses Solas-Chaos reingezogen. Ihr seid klug, flexibel und ihr wisst einfach nicht, wann es genug ist. Rook, ihr seid wach. Entschuldigt, wenn ich störe. Ich bin auf der Suche nach Elfenwurzel. Nein, schon gut. Ich wollte mich eh gerade umsehen. Oh, Rook. Vorsicht da draußen. Ein Fehltritt und ihr stürzt ins Bodenlose. Zu allem Überfluss hat uns der Illuvien ins Nichts befördert. Dort, wo die Träume herkommen, also Vorsicht. Ja? Dann muss ich mich wirklich umsehen. Ja, solltet ihr. Und wir sollten uns unterhalten. Vielleicht findet ihr Nev, sie ist draußen und sieht sich um. Die Treppe runter ist ein Raum mit einem Tisch, wir treffen uns dort. Ja, geht nur, Rook. Ich muss einfach nur schlafen. Man sieht sich kleiner. Okay. Zum Öffnen des Tages. Buches ist. Aha, Bonusgegenstände, benutze die gerade aber, oder? Um deine Belohnung zu beanspruchen. Deinem Konto wurden Bonusgegenstände gewährt. Ja. Hab doch gar nicht die Deluxe, oder? Spiegel der Verwandlung. Da können wir bestimmt nochmal das Aussehen ändern, oder? Ah! Sehr geil. Also, falls ihr euch. Sagt, oh, nö, ich gefall mir doch nicht. Sehr cool.
Blutwachenrüstung. Hä? Da haben wir jetzt die Deluxe-Edition geholt. Kann ich die anziehen? Warte mal, I? Ne Tab? Auch nicht? Nee. Geht erstmal. Einführung in den Leuchtturm. Codex öffnen. Aha. Sehr, sehr viel Material zum Lesen wieder. Aber das erspare ich euch. Ich bin jetzt nicht so der perfekte Vorleser. Was denn hier? Ich sehe das. Aha, oh. Illuvienbaum. Okay. Wir halten uns jetzt erstmal daran, Eve zu finden. Das Einzige, was ich machen könnte, Texturqualität. Würde ich jetzt noch eine hochschrauben. Guck mal, ich habe sogar nur könnte eigentlich. Hoch machen. Neustart erforderlich. Oh. Ist schlecht. Hummel 1. Deswegen starten wir jetzt aber nicht das Spiel. Haben wir dann halt beim nächsten Mal. Ich habe ja 12 GB Video RAM. Muss es ein bisschen hochschrauben. Hier ist nur belegt, also von daher. Wow. Sieh mal einer an. Wir sind tatsächlich im Nichts. Dem Reich der rohen Magie, der Albträume und dem hier anscheinend. Ist ein bisschen viel auf einmal. Harding will mit uns reden, darüber, wie es weitergeht. Das wäre sicher angebracht. Aber wenn ihr mal durchatmen müsst, nutzt die Zeit und seht euch um. Brücke kam und Fertigkeit Bildschirm zu öffnen. Okay. Ach du liebes Lieschen. Ja.
Ja, das haben wir schon. Okay. Das? Eigenschaft gewandte Klingen. Was? Space, dann. Oh Gott, auch noch Kombos, oder wie? Ui. Angriffe garantieren kritische Treffer, wenn das Ziel zu Boden geworfen. Titanenstampf. Körperliche Resistenzen. Kann ich Projektile zurückschießen? Okay. War da eigentlich. Nee, ich musste schon wahrscheinlich hier anbauen. Bist auf Toilette, ey. Wir haben das Spiel noch nicht mal anderthalb Stunden. Ich muss schon wieder winkeln. Achso, die lerne ich jetzt erst. So, okay. Schildsalve. Kuh, dann. Schlupper rückwärts. Das haben wir ja schon. Ah, okay, verstehe. Wehre den gegnerischen Angriff ab und führe einen starken Gegenangriff aus. Kann man bis zu dreimal machen. Lustig. So, was haben wir hier? Zorn benötigt höhere passive Fertigkeit Groll. Ich glaube, Groll ist wichtig, um Akro zu halten. Aber wir wollen ja hier in die Richtung. Was ist das denn alles hier? Trauermacht? Hier ist ja irgendwie grauer Wicht. Defensive in eine offensive Macht zu wandeln. Okay, zum mal hier. Aber das passt schon. Karte. Das ist rein theoretisch, haben wir jetzt mit Tab dann mit markierte Items werden irgendwann ablaufen, wenn du Fortschritte machst. Okay. Sprich mit den da Herren und Damen. Optional sprich mit denen. Anda. Also, jetzt auch. Wir haben das Ritual aufgehalten. Und Varric hat den Preis dafür bezahlt. Hey, es war Varics Entscheidung, mit Solis zu reden. Er kannte die Risiken. Genau wie wir alle. Und jetzt ist Solis fort und wir sind hier. Wo auch immer hier ist. Abgesehen von im Nichts. Solis hat diesen Ort den Leuchtturm genannt. Ach ja? Wann? Während ich außer Gefecht war. Er ist mir im Traum erschienen und schäumt vor Wut, weil wir sein Ritual aufgehalten haben. Gut.
Er sitzt außerdem in einer Art Gefängnis im Nichts fest, worüber er ebenfalls nicht glücklich ist. Seid ihr euch sicher, dass ihr das nicht einfach nur geträumt habt? Das wäre absolut nachvollziehbar. Ja, wenn Zwerge denn träumen würden. Das können wir aber nicht. Das Nichts ist das Reich der Träume und wir sind nicht mit ihm verbunden. Es war merkwürdig. Ich war an einem Ort, von dem ich wusste, dass er unmöglich real sein kann. Nichts an ihm hat Sinn ergeben. Ihr hattet Glück, dass es nur merkwürdig war. Solas kann Leute im Traum töten. In der Hinsicht bin ich sicher. Ich habe ein wenig geblutet, als ich das Bewusstsein verlor. Genug, damit er mich vollnörgeln kann, aber nicht genug, um meinen Kopf explodieren zu lassen. Dann setzt Solas also Blutmagie ein. Wie es jeder normale Magier auch tun würde, um mit eurem Verstand zu spielen. Er ist aber kein normaler Magier. Ich hab es euch doch gesagt. Er ist ein Elfengott. Dass er ein nettes, kleines Ritual zustande bringt, macht ihn noch lange nicht zu einem Gott. Er hätte beinahe den Schleier niedergerissen, Nev. Könnt ihr das auch? Ihr wisst genau, dass das nicht so einfach ist. Seht ihr? Er mag vielleicht kein klassischer Gott mit Gebeten und Segnungen sein, aber er ist definitiv weit mehr als einfach nur ein Magier. Also gut. Fakt ist, wir haben das Ritual aufgehalten und scheinen vorerst außer Gefahr zu sein. Seid ihr euch sicher, dass Solas euren Verstand nicht mit Hilfe von Blutmagie manipulieren kann? Ich bin mir in überhaupt nicht sicher. Und wir sind leider nicht außer Gefahr. Wie meint ihr das? Solas hatte zwei der anderen Elfengötter eingesperrt. Als er gefangen gesetzt wurde, sind sie entkommen. Dann sind diese Dinger, die wir aus dem Nichts kommen sahen, als das Ritual außer Kontrolle geriet, also... Es sind... Elganan und Gelenane. Zwei der Altelfengötter, gegen die Solas rebelliert hatte. Er meinte, sie wären böse. Wobei es interessant war, das ausgerechnet von dem Kerl zu hören, der gerade versucht hatte, den Schleier niederzureißen. Ihr glaubt ihm nicht? Doch, und genau das ist das Problem. Er sagte, sie seien grausame Tyrannen. Tyrannen, die derart mächtig sind, dass sich die elfische Geschichte als Götter an sie erinnert. Solas meinte, Elganan und Gelenane hätten Macht aus der Verderbtheit gezogen und wurden dabei selbst verderbt, woraufhin er sie eingesperrt hat. Dann haben wir es jetzt also anstelle eines Gottes mit Zweien zu tun. Und sie sind nicht nur mächtig, sondern auch verderbt. Wir müssen da raus und sie aufhalten. Einfach so? Ohne Varric? Und obwohl ihr erst wieder auf die Beine kommen müsst? Mir geht's gut. Wir können hier nicht einfach nur untätig rumsitzen. Wir müssen Nachforschungen anstellen, rausfinden, womit wir es zu tun haben, bevor wir blindlings losstürzen und alles noch schlimmer machen. Und wie viele Leute sollen noch verletzt oder getötet werden, während wir Zeit mit Nachforschungen vergeuden? Hallo Notaus, grüß dich. Wenn Elganan und Gelenane tatsächlich schlimmer als Solas sind, haben wir keine Zeit zu verlieren. Wir müssen handeln, und zwar jetzt. Wir haben keine Ahnung, wozu sie fähig sind oder was sie wollen. Wir wissen ja noch nicht mal, ob Solas die Wahrheit erzählt. Ich sage ja auch nicht, dass wir unvorbereitet losschlagen sollten. Aber wenn sich uns diesmal eine Chance bietet, ergreifen wir sie. Also gut, der letzte Ort, an dem wir sie gesehen haben, war die Ritualstätte. Der Illuvian hat uns von dort hierher gebracht, statt zurück nach Manwethis. Wenn wir Glück haben, kommen wir durch ihn also auch wieder dorthin zurück. Harding, fühlt ihr euch dem schon gewachsen? Natürlich. Ich werde bestimmt nicht untätig zusehen, wie ein paar Elfengötter die Welt vernichten, nur weil ich Kopfschmerzen habe. Na dann, kehren wir zur Ritualstätte zurück. Der Illuvian steht in einem speziellen Raum. Er ist direkt die Treppe runter. Ja, den habe ich schon gefunden. Dann gehen wir direkt mal hin, ne? Hast du schön gemacht, ey. Also, mir geht's echt, ich weiß nicht, was da kritisiert, ne, aber ich, in freudiger Erwartung, wie es weitergeht. Mir gefällt's. Gruppe versammeln. Go! Also, was ich bisher gesehen habe, bin ich echt gut, sehr gut gemacht. Auf der anderen Seite des Illuvien wartet sicher ein Dutzend Dämonen auf uns. Falls er uns überhaupt nach Alethan bringt. Sicher, dass ihr hierfür bereit seid? Selbstverständlich.
Na dann. Wollen wir? Gehen wir es an. Alles ruhig? Das ist allerdings überraschend. Die Ritualstätte. Aber wenn die Götter entkommen sind, sind sie jetzt fort. Na dann sehen wir uns um. Vielleicht finden wir ja etwas. Strife, Irelin, ich bin's, Porter Harding. Harding? Was führt euch denn wieder nach Alethan? Das ist kompliziert. Was ihr nicht sagt. Rook, Neff, das sind Strife und Irelin. Beric und ich sind ihnen zu Beginn unserer Jagd nach Solus begegnet. Sie sind Schleierspringer, Experten für Altelfenmagie. Experten? Wohl kaum. Ich hab's ja nicht mal geschafft, dieses Artefakt abzuschalten. Tut mir leid, Tarith. Es ist nicht eure Schuld. Seit der Himmel aufgerissen ist, wogt die Magie hier auf. Artefakte, die jahrhundertelang geruht hatten, werden wieder aktiv. Das liegt an Fanharals, Verzeihung, an Solas Ritual, nicht wahr? Ihr alle wolltet ihn doch aufhalten. Genau das haben wir ja auch getan. Der Himmel reißt sich schließlich nicht mehr selbst in Stücke, oder? Aber... Es ist allerdings nicht ganz so glatt gelaufen, wie erhofft. Solus wurde ins Nichts gerissen, wobei zwei andere Dinge entkommen sind. Oder genauer gesagt, zwei Wesen. Zwei der bösen Elfengötter. Elganan und Gilenain. Mithal Enast. Die alten Elfengötter. Die Evanuris. Wenn sie wirklich zurückgekehrt sind... Dann stehen die Dinge jetzt noch deutlich schlechter als zuvor. Könnt ihr uns irgendetwas über diese Götter erzählen? Solus mag vielleicht ein Bastard sein, aber verglichen mit den Evanuris, sagen wir einfach, sie waren nicht dafür bekannt, sonderlich gütige Herrscher gewesen zu sein. Solus hatte nicht grundlos gegen die Evanuris rebelliert und er hat sie auch nicht grundlos eingesperrt. Aber nun, da sie entkommen sind... Tarith ist in schlechter Verfassung. Wir müssen ihn zurück ins Lager bringen. Es werden immer noch Dutzende Schleierspringer vermisst. Wie können wir euch helfen? Wir müssen Belara Luther finden. Niemand kennt sich mit unseren alten Artefakten besser aus als sie. Und damit sie in die Luft zu sprengen. Sie war gerade aufgebrochen, um nach einem anderen Artefakt zu suchen, als durch dieses Ritual alles aus den Fugen geraten ist. Wenn jemand all diese wilde Magie und die Artefakte, die durch sie aktiviert werden, in den Griff bekommen kann, dann sie. Also gut, dann bringt ihr euren Freund zurück in euer Lager, während wir Belara ausfindig machen. Harding, kann ich euch bitten, bei Strife und Irelin zu bleiben? Was? Nein, ich komme mit euch. Ihr seid eine fantastische Schützin, Harding. Ihr könnt den Schleierspringern hier helfen. Sie brauchen euch. Na schön, wenn sie mich tatsächlich brauchen... Wir treffen uns dann im Lager der Schleierspringer. Es liegt direkt südlich von hier. Belara ist bei einigen Elfenruinen im Westen. Oder war es zumindest vor 3 Tagen. Ich an eurer Stelle würde dort mit der Suche beginnen. Viel Glück, Rook. Und danke.
Na klar, kein Problem. Irgendwas wollte ich. Ach, ich wollte auf Toilette gehen, ne? Da war was. Bilde ich mir das nur ein? Oder hat dieser Nebel wirklich etwas Seltsames an sich? Ich habe solchen Nebel noch nie zuvor gesehen. Hier stimmt irgendwas nicht. Keine von ihr. Habe ich denn in mein Inventar? Gibt's das nicht? Da kommt das erst. Sag mal. Tastaturbelegung. Kreisrad, Kartenmenü, Quest für Codex. Ah, das geht anscheinend noch nicht. Mit I eigentlich. Okay, ich mache mal ganz kurz Pause, Leute. Ich bin so in 2-3 Minütchen wieder da. Warte, da geht's. Okay, diese Rüstung. Ist ja der. Oh, der hätte ich ausweichen müssen. Wieder so ein. Das ist ein normaler Schlag, da war ein roter Schlag dabei. Okay, das muss man lernen. Erwischt! Oh, Leute! Was macht ihr hier? Bellara? Bellara Luther? Strife und Irelin haben uns auf die Suche nach euch geschickt. Ja, und wer genau seid ihr? Nennt mich Rook. Nathgalis. Oh, ich kenne diesen Namen, aber laut Protokoll wird frühestens nach einer Woche ein Suchtrupp entsandt. Und ich bin erst seit 3 Tagen fort. Naja, die Situation hat sich verändert. Leider zum Schlechteren. Die Elfengötter Elganan und Gilenane sind aus Fenharils Gefängnis entkommen. Und wie es aussieht, wollen sie die Welt vernichten. Oh, ja, das ist definitiv eine Veränderung zum Schlechteren. Okay, also gut. Ich brauche eine Sekunde.
Natürlich. Es ist nicht leicht, das zu verarbeiten. Es erklärt auf jeden Fall so einiges. Wie, was zum Beispiel? Den Anstieg roher Magie in der Gegend. Diese Artefakte haben schon vor einer Weile angefangen, aktiv zu werden, aber nur nach und nach. Dann ist vor ein paar Tagen der Himmel aufgerissen. Und jetzt? Rohe Magie. Dicht wie Nebel. Nur ein Gott oder Götter könnten das bewirkt haben. Das Ganze ist irgendwie aufregend und gefährlich. Wirklich gefährlich. So gefährlich, dass ich eigentlich ins Lager der Schleierspringer zurückkehren wollte, aber... Aber was? Seht ihr diesen Schimmer? Das ist eine Schleierblase. Sie trennt uns vom Rest der wirklichen Welt. Sozusagen. Und sie ist nur in eine Richtung durchlässig. Ist man erstmal drin, kommt man nicht wieder raus. Das heißt, wir sitzen hier fest? So hatte ich mir mein Ende ehrlich gesagt nicht vorgestellt. Ich mir meins auch nicht. Aber ich glaube, ich weiß einen Ausweg. Eine Blase wie diese? In ihrem Zentrum muss irgendetwas sein, das sie erzeugt. Irgendetwas Mächtiges. Wenn wir es finden und entfernen können, gefahrlos meine ich, sollte sich die Blase auflösen. Und dann sind wir wieder in der Realität? Das hoffe ich doch. Na dann, gehen wir. Ja, wir gehen in die Blase. Gute Idee. Ich habe schon versucht, zu dem Artefakt im Zentrum der Blase zu kommen. Es aber nie an diesen magischen Konstrukten vorbeigeschafft. Ein paar Dutzend Dämonen sollten kein Problem sein. Es sind Geister, keine Dämonen. Sie erfüllen diese Rüstungen mit Leben. Die Rüstungen wiederum sind auf das Artefakt eingestimmt, um es vor Bedrohungen zu beschützen. Oh, und ich vermute mal, es sieht in uns eine Bedrohung. Ein Hasi. Oh, weg ist er. Hä? Hasi, der sich einbuddelt? Glänzt was? Abgegriffene Spitzhacke. Wertgegenstände können an Geschäften verkauft werden und die Stärke deiner Verbündeten erhöhen. Aha. Material. Ich muss mich hier immer nochmal umgucken. Das ist der Rand der Blase. Da kommen wir nicht durch. Wir müssen erst das Artefakt abschalten. Okay, okay. Ach so, da war ja was, genau. Kommen hier nicht weg, solange wir nicht das Ding ausschalten. Scheint da oben zu sein. Trüffel. Nix, alles gut. Könnt ihr euch wieder entwaffnen. Wirbelt dieses Wasser tatsächlich einfach so durch die Luft? Wir nennen das einen Strudel. Solche Anomalien meine ich. Ich habe allerdings noch nie eine dieser Größe gesehen. Grobes Leder. Also wieder Fässer zu. Und natürlich genau da, wo wir hin müssen. Dann sollten wir sie wohl erledigen. Weiß ich.
Danke, Chefin. Habt ihr irgendeine Ahnung, was dieses Artefakt, nach dem wir suchen, sein könnte? Ich habe ein paar Theorien, aber nichts Handfestes. In den Ruinen könnte allerdings vielleicht was zu finden sein, das uns mehr verrät. Dann gucken wir doch mal. Wisst ihr, was das hier mal war? Es könnte ein Tempel gewesen sein oder der Ort, an dem sie Lebensmittel gelagert haben. Aber angesichts der Behüter? Da war es vermutlich etwas Wichtiges. Ist da nicht sowas wie Schnellspeichern hier oder so? Gucken. Und, oder? Das ist wahrscheinlich das Autosave, ne? Gibt's nicht. Okay. Das macht ja nichts. Ich stoße normalerweise nur selten auf Elfenruinen, die noch nicht völlig ausgeplündert wurden. Naja, nicht viele Leute wagen sich derart tief nach Alethan hinein. Eigentlich nur Schleierspringer. Und ganz offensichtlich Leute, die versuchen, die Welt zu retten. Wisst ihr, was das hier mal war? Ach, ich muss muss ich da echt länger I drücken? Es könnte ein Tempel gewesen sein oder der Ort, an dem sie leben. Wettet mal eben. Lebensmittel gelagert haben. Geht das mit dem Inventar? Sehr lustig. Okay. Da haben wir ja diese... Habe ich eigentlich das komische andere Zeug? Wo kann ich denn das abholen? Bestimmt am Leuchtturm in der Truhe oder so. Wir haben jetzt hier so eine bessere Rüstung gefunden. Gott. Ist klar, Karte ist auch klar. Tagebuch. Aber angesichts der Behüter? Da war es vermutlich etwas Wichtiges. Na, wenn das mal kein Anblick ist. Moment mal. Ist das? Nein. Das kann nicht sein. Nicht hier. Was kann nicht sein? Wir müssen darüber. Das Artefakt, nach dem wir suchen, muss dort drin sein. Ah, machen wir ja. Bleib doch mal locker. Muss mal umgucken. Hier ist ein Geheimeck. Gibt's eine Pflanze? Nee, Kristalle. Makellos. Okay. Material gewöhnlich. Es führt kein Weg hinüber. Denkt ihr, wir schaffen den Sprung? Oh, nein, wir können eine Brücke erschaffen. Es müsste hier irgendwo in der Nähe einen Energiekristall geben. Suchen wir den mal. Nein, zufällig liegt der hier. Ui. Hab ihn. Gut, bringt ihn her und setzt ihn ein. Anda. Na bitte. Ein Kinderspiel. Okay, ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Ein Resonanzverstärker.
Er leitet Magie von dem Ringtempel in dieses Gebiet ab. Wir kommen hier nur weiter, wenn ich ihn abschalte. Das wird allerdings alle unangenehmen Dinge anlocken, die sich hier rumtreiben. Wir sind bereit. Ja, dann mach mal, ne? Ah, die kann heilen, das ist ja cool. Was mit Tab? Was wie? Titel wechseln. Tab irgendwas machen. Irgendwas? Ja. Irgendwas mache ich hier verkehrt. Was mache ich verkehrt? Da kann ich draufklicken und wie verwende ich es dann? Enter oder was? Nee, nicht. Ne? Muss ich da nochmal draufklicken irgendwo oder? Beschädigte Vorrichtung, defekt. Ah, jetzt macht es. Ach, hab ich Escape gedrückt, ich Dödel. Oh. Toll, okay. Sollte man nicht machen. Benutze, um auszuweichen. Ja, ja, ist ja recht. Attacke! Man gewöhnt sich eigentlich schnell dran, Gelbwurst. Kannst ja auch mit Controller wieder spielen, wenn man will. Von daher. Was einem halt lieber ist, ne? Mit dir. Kaboom! Das war der letzte Rest magischer Energie. Der Weg sollte jetzt frei sein. Na dann. Zum Beispiel hochklettern mit F, das kann man auch notfalls umlegen wieder auf. Ich weiß gar nicht, was ist Space? Ah, Space ist auszureichen, okay, alles klar. Aber da muss man sich halt ein paar Tasten gewöhnen. Die Kombos, da werde ich noch so ein bisschen
üben müssen. Gerade zum Beispiel mit diesem Schildwurf. Wo ist denn der? Da, Q, dann Umschalt und linke Maustaste bei Rückkehr. Lass mal den nochmal dann wieder. Hallo, Safe. Hallöchen. Aber dann kriegen wir hin. Mit Geduld und Spucke, wie immer. Guten Tag. Oh wow, voll daneben. Verdammt, noch ein behüter Konstrukt. Wir werden es erledigen müssen. Shit, aua. Seht euch aber vor, wo eines ist, sind auch noch mehr in der Nähe. Ich habe mich jetzt schon so ein bisschen verliebt in das Spiel. Gefällt mir echt gut. Nein, dafür kriege ich kein Geld, dass ich das sage. Das wisst ihr. Falls das jetzt jemand denkt, nein! Ich find's immer wieder beeindruckend, solche Ruinen zu sehen. Gibt es hier irgendwas, das euch dabei helfen kann, rauszufinden, worum genau es sich bei diesem Artefakt handelt? Ich habe eine Theorie. Aber wir sind meilenweit von dem Ort entfernt, an dem dieses Artefakt sein sollte. Ja, man sollte schon, also ich weiß jetzt nicht, gar nicht mehr, ob der ersten Teil so relevant ist, aber also der dritten Teil allein, um das mit Solas kennenzulernen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie relevant das vorher war. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, das ist mein Problem. Einfach die Charaktere auch zu kennen. Erst von Vorteil. Aber kein Muss, im Notfall halt einfach mal Videos gucken oder so. Gibt's ja auch bestimmt Zusammenfassungen. Zeit. Dann gucken wir mal rein hier. Was haben wir denn da? Ein was? Wertgegenstand und Gold. Und eine Beaxt. Jetzt haben wir ja rein. Nix. Können wir dann die Axt nehmen? Mit X konnte ich das wechseln, ne? Ja, also hier drauf. Ui! Lecker! Gott, das sind ja viele, ey. Oh. Sind ja gleich vier Stück. Seid ihr aus? Seid ihr kaputt? Gott sei Dank. Und die geht doch bestimmt an. Also ich sag mal, der zweite Teil war jetzt nicht so der Brenner. Das kann ich auch bestätigen. War 1 und 3 sehr gut. Das, was ich bisher hier sehe, finde ich auch echt sehr, sehr gut. Gefällt mir. Einzig ist so ein bisschen Nörgeln auf hohem Niveau mit dem, wenn die anfangen zu labern und du irgendwie wieder komisch stehst, dann hörst du es nicht richtig. Oh oh, da wacht doch noch einer auf. Ich hab's gewusst. Oh. Machen zwei auf. Oh, oh. Ihr habt Gesellschaft, recht von euch.
Ah, ich muss aufpassen, wenn die rot werden. So, jetzt gibt's einen Tritt ins Gesicht. Bam! Ah, da ist er wieder rot geworden. Aber das Schöne ist, sie kann ja heilen. Ja, kein Problem. Lust hat. Aua! Vergiss immer rot und das ist normal. Das müsste rot kommen. Jawohl, weg. Ausweichen. Kann die nämlich nicht blocken, die Dinger. Wir sind noch am Leben. Nicht schlecht. Aha. Was soll das denn heißen? Also wenn das hier eine Waffenkammer ist, was für ein Artefakt erwartet uns dann? Eine Waffe? Nein, ein Archivgeist. Ein was? Ein Geschöpf des Nichts, gebunden an einen Kristall. Die Altelfen haben sie genutzt, um Wissen zu speichern und ihnen beim Träumen zu helfen. Ja, ich find's auch echt schick. Ich spiel's jetzt aktuell auf Mittel und es sieht echt schön aus. Also mir gefällt's. Oh, was haben wir denn hier? Oh, da passt. Mithalinas. Dunkle Brot. Oh, nicht die schon wieder. Ich freue mich. Ratten. Dunkle Brut. Hier. Ich hätte das nicht. Hast du eigentlich auch mal die Leute, Troller? Geglaubt. Na los. Heute. Ich hab mich schon gehört. Schon. Das ist aber kein Heal, oder? Mich? Sehr gut. Ah, es geht so perfekt. Ich bin da in den Tränk geschlungen. Aber tief runter. Ein Schätzelein. Schmuckkästchen. Hold on. Grimmi glücklich. Grimmi sehr glücklich dabei. Super happy. Und alles, was du mir da in Ohren gesetzt hast, diese Flöhe, absolut unberechtigt. Das ist einfach
ist ja echt geil. Das ist schon wieder so ein Ding. Na dann. Noch einer dieser Resonanzverstärker. Macht euch bereit. Wenn ich ihn abschalte, bleibt der Weg so lange versperrt, bis sich die Magie zerstreut hat. Wir halten euch den Rücken frei. Klar, kein Problem. Komm sie. Du hast mir aber die normale Fassung geholt, oder? Weil ich habe auf einmal Sachen gekriegt, die eigentlich nur in der Deluxe-Edition sind. Ich bin noch nie derart tief im Arlathan-Wald auf dunkle Brut getroffen. Und soweit ich weiß, auch sonst niemand. Könnten die Elfengötter die dunkle Brut womöglich befehligen? Solis zufolge sind sie schließlich verderbt. Naja, ihr habt diese dunkle Brut ja gesehen. Irgendwas an ihr war anders. Und wir werden sie aufhalten, sobald wir aus dieser Blase raus sind. Okay, dann auf zum Zentraltempel. Ja, du, okay, man müsste ja eigentlich wissen, ob man 60 oder 80 Euro ausgegeben hat. Okay. Trotzdem danke, du verrückter, liebevoller Mensch. Ich hab's auch nicht in meinem Inventar, komischerweise. Ich weiß gar nicht, wo ich die finde, die Dinger. Also ich hab's angezeigt gekriegt, aber... ich sehe sie nicht. Wir sind vielleicht noch in der Truhe. Kann sein. Da sind die Rohstoffe. Ich sehe auf jeden Fall aus wie ein Lump. Und das ist gut so. Ich glaube, wenn ich da gegen Boller, das fliegt in die Luft, oder? Testen wir mal. Ja. Okay, alles klar. Was ist das? Hier mit der Balliste, um einen explosiven Bolzen zu zerschießen, wenn du dafür hast. Okay. Noch mehr dunkle Brut. Genau da, wo ihr die Mauer durchbrochen habt. Oh. Bin da weg. Kein Problem. Zack. Guck mal, da kommt jemand runtergesprungen. Hui. Miro macht auf der E. Ich muss schnell wieder weg. Lassen. So,
noch ein Resonanzverstärker. Das sollte jetzt der letzte sein. Hoffe ich. Also. Drücken wir die Daumen. Merkt man dann, ne? Na dann, machen wir das Ding auch nochmal weg. Let's go. So. Machen die auch auf? Ja, werden wir gleich sehen. Zack. Mach mal. So war er klar. Wow. Hui. Bam. Oh, aua. So, Kick. Hui. Der ist geil, der Kick. Der ist richtig gut. Gefällt mir. Hey. Komm mal. Das spüre ich. Könnte mich ja mal heilen von ihr. Hui. So. Da oben noch irgendwas? Ein Loot? Ist euch etwas an der Verderbtheit aufgefallen? Daran, wo sie sich befindet, meine ich. Es ist beinahe so, als würde sie sich von der Elfenmagie nähren. Ja, hier sieht's ein bisschen bär aus, ne? Auch noch was? Stimmt. Voll ja. Ist zwar nur Gold, aber Gold ist Gold. Gold ist Gold. Wurde. Der Archivgeist, oder wie ihn die Altelfen nannten, das Nadasdirfalen, was übersetzt so viel heißt wie die Unvermeidlichkeit von Wissen. Und warum heißt er so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die Aufzeichnungen sind in dieser Hinsicht eher vage. Ich habe allerdings vor, es rauszufinden. Na dann. Da vorn, weitere Konstrukte. Das Allerheiligste. Wir kommen näher. Na, wer bist du denn? Mein Blase. Oh. Kriegt erstmal einen Tritt und der andere ist gleich weg. Jawohl. Hui.
Oh shit, aua. Alter, weh. Einen kleinen Heal gebrauchen. Danke, Lady. Miss. Aua. Heil mich. Stirb. Sehr schön. Wie es aussieht, braucht diese Tür einen zweiten Energiekristall. Na dann, machen wir uns auf die Suche nach einem. Ein neues Schild. Okay, cool. Emmy kriegt ein neues Schild. Wir brauchen einen zweiten. Okay. Da drüben ist einer. Okay, da muss ich einmal außen rum. Warte mal. Tschack. Ich mach die Wand auf. Hier geht nicht. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich nehme jetzt einfach erstmal den Kristall, den wir jetzt haben. Es muss irgendwo damit noch einen dieser Energiekristalle geben. Ja, ja. Wir nehmen den mal. Machen damit mal die andere Tür da gegenüber auf. Willst du uns wahrscheinlich dahin führen? Zu dem zweiten Energiekristall. Hm? Mach auf die Tür. Oder auch nicht. Ernst? Hier. Eine weitere Balliste. Ich wette, wir könnten sie nutzen, um diese Mauer zu durchbrechen. Ja. Dann machen wir hier mal auf. Oh. Dann machen die gleich mit weg. Dass die gar kein Affentheater machen da, die Jungs. Sehr gut. Weg sind sie. Okay. Dann können wir den ja wieder da rüber tun. Und dann holen wir, gehen wir durch das Loch hier und holen uns den zweiten. Was. Moin, gibt's einen Top-Down-View? Was? Hallo Restex. Was soll das sein? Wir haben's geschafft. Ah, warte mal, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe so viele Fragen an es. Ihr wollt ihm Fragen stellen? Es ist ein Archivgeist. Ihr werdet schon sehen. Ich habe das Wort schon mal gehört, aber ich kann es jetzt nicht zuordnen. Hilf mir mal. Räuberbeil. Angst.
Ach so. Meinst du wegen der Map? Oh. Da fragst du mich Sachen. Kartenmenü öffnen. Jetzt weiß ich, was du meinst. Und nicht, oder? Jetzt die Karten. Also ich bin dir da wirklich keine große Hilfe, glaube ich. Aber ich sag jetzt mal nein. Ganz vorsichtig. Ist mir bisher jetzt noch nicht aufgefallen. Okay, da ist es. Das naheste Fallen. Dann nehmen wir es jetzt einfach mit und das war's, richtig? Wir können uns wieder auf den Rückweg machen? Oh, schön wär's, aber nein, das Ganze wird deutlich schwieriger. Als wären dunkle Brut, Dämonen und belebte Rüstung nicht schon schwierig genug. Was genau meint ihr mit schwierig? Wenn ich das Artefakt so entferne, wie ich es normalerweise tun würde, wird es explodieren und dabei halb Alephen auslöschen. Die gute Nachricht ist aber, ich denke, ich kann die Energie ableiten. Na dann, sehen wir doch mal. Wie die Magie pulsiert. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Oh, jetzt habe ich wieder was dazu gelernt. Dankeschön. Würde sie atmen? Uh-oh. Ja dann, Kloppe! Shit. Aua. Nimm mich mal eben. Ah! Wo jetzt? Ja, das ist eher sehr actionlastig, so wie mit Kombos und so. Lern die noch. Also rundenbasiert. Nein. Mal. Hui, tritt. Zack. Oh, der hilft bei ihm gar nicht. Oh, oh. Junge.
müssen wir noch üben, ey. Nimm mich nochmal, bitte. Danke. Kick. Das wünsche ich dir auch, Restex. Danke fürs Reinschauen. Und Dankeschön für deinen Prime Subs. Viel Spaß mit den Emotes. Vielen, vielen Dank. Oh, das war auch nochmal rot. Das ist nochmal rot. Rücke 4, um eine ultimative Fähigkeit einzusetzen. Wow. Alter. Junge. Ohohoho. Da gibt's auf die Mütze. Tja, heute noch ein Ogre zu bekämpfen, hatte ich nicht erwartet. Aber gut, genauso wenig hätte ich erwartet, dass meine Götter ein Fass aufmachen und versuchen, die Welt zu vernichten. Ist halt mal wieder so ein Tag. Okay, die gefällt mir auch schon. Sehr sympathisch. Mal sehen. Okay, okay. Na, wer sagt's denn? Nein, nein, nein. Das ist gut. Denke ich. Oh. Wozu genau dient dieser Kristall? Er speist das Artefakt mit Energie. Er bündelt verstreute magische Kräfte. Dadurch funktioniert es noch. Nach tausenden von Jahren. Oh nein, vergiss es. Sulenan, Vir Sulevanan, Enasal Dirthara. Was? Na dann los. Ich bin das Nadas Dirthan. Gut, ich habe Fragen. Ich bin das Nadas Dirthan. Was war dir? Das ist also das Nadas Dirthan? Das war es, oder ist es, meine ich. Allerdings ist der Kristall kaputt. Er muss repariert werden. Ich kann sowas gut, magisches reparieren. Strife und Irulan werden davon erfahren wollen. Und von der Verderbtheit. Und der dunklen Brut. Sagt, wenn ihr zum Lager der Schleierspringer aufbrechen wollt. Stufenaufstieg! Ey, da ist ja ein Saruin. Was ist los? Eingeschlafen? Nee, oder? Höhere passive Fertigkeit. Jeder deiner aktiven Vorteile erhöht deinen verursachten Schaden um 10%. Bäcker. Was ist da neu? Ich hab doch nichts mehr. Außer die Ulti-Fähigkeit. Kurz die kurz Augenpflege, verstehe, alles klar. Oh, eine Einhand-Axt. Das passt natürlich besser zum Zwerchen. Schöne Axt. Ja, dann guten Morgen. Hier geht's schon voll ab. Oh, warte mal, ist so eine Truhe.
Langbogen. Kann ich die auch equippen? Ausrüsten. Kann ich hier durch die Charaktere switchen irgendwie? Oder? Anscheinend nicht. Okay. Ach hier, Gefährten. Okay, cool. Vorige Bogen, den brauchst du nicht. An. Guten Morgen. Ach ja, ist schön. Hat der auch Punkte? Oh. Ach du, ahnst es nicht. Da muss man auch noch verteilen. Hilfe. Ich soll auf Heilung gehen. Seid ihr bereit aufzubrechen? Ja, let's go. Auf geht's. Gehen wir. Kommt schon, ich zeige euch den Weg zum Lager der Schleierspringer. Verwundete, 16, die Bettruhe brauchen, und einige unserer erfahrensten Kämpfer werden immer noch vermisst. Uns gehen die Schleierspringer aus. Was auch immer da vor sich geht, ist beunruhigend. Jahel und Milva haben sich aus Demeters Übergang nicht wieder zurückgemeldet. In dem Dorf leben ungefähr 100 Leute. Grob geschätzt. Ihr seid zurück. Und noch am Leben. Sehr gut. Es klingt, als hätte sich die Lage seit unserem Aufbruch deutlich verschlechtert. Dunkle Brut. Sie taucht in ganz Arlethan auf und greift jeden an, auf den sie trifft. Wir mussten schon 3 Delish-Ansiedlungen evakuieren. Wir sind auch auf dunkle Brut gestoßen. In der Nähe des Nadas der Thalen. Heißt das, ihr habt es gefunden? Das Nadas der Thalen, den Archivgeist. Wir könnten ihn zu den Göttern befragen, rausfinden, was sie als nächstes vorhaben. Zu schade, dass es kaputt ist. Wenn es nicht kaputt wäre, vielleicht. So wie die Dinge stehen, werden wir allerdings in absehbarer Zeit nichts aus ihm herausbekommen. Indessen verschwinden Schleierspringer. Irgendetwas da draußen hat sie verschleppt. Ich weiß, aber wenn wir sie finden, dann... Finden wir vielleicht auch die Götter. Oder zumindest einen Hinweis darauf, wo sie sein könnten. Aber der Alethan-Wald ist riesig. Wo sollen wir da überhaupt mit der Suche nach ihnen anfangen? Demeters Übergang. Was? Irelin, Strife. Bei unserer Ankunft sagtet ihr, ihr hättet den Kontakt zu Demeters Übergang verloren. Wir könnten dem auf den Grund gehen. Wir 3, meine ich. Ihr meint, wir 4. Ihr werdet mich nicht hier zurücklassen. Ihr habt euch gerade erst wieder halbwegs erholt. Wir können... Ihr müsstet mich schon festbinden, damit ich hier bleibe. Ich weiß nicht, was ihr dort vorfinden werdet, Rook. Vermutlich nichts Gutes. Ihr könntet aber womöglich Leben retten. Und vielleicht ergibt sich dabei ja auch etwas, das euch auf die Spur der Götter bringt. Das Übergang liegt auf der anderen Seite des Sees. Wir haben an den Anlegern ein kleines Boot. Mit ihm kommt ihr dort rüber. Gebt da draußen auf euch Acht. Und viel Glück. Ara konnte das Artefakt mit Hilfe der Gruppe abschalten und sie somit alle aus der Schleier beladen.
Er hat außerdem einen alten elfischen Wissensspeicher entdeckt, das Nadas Dedalen. Ungeachtet ihres Vorhabens, ihm seine Geheimnisse zu entlocken, hat sich Bellara der Gruppe und ihrer Suche nach den entkommenen Elfengöttern angeschlossen. Okay, wir brauchen ein Boot, um hinzukommen. Machen wir uns auf den Weg zum Anleger. Neuer Kodex. Was ist da? Oh, das glänzt einfach nur schön. Okay. Was ist das? Was habt ihr über... Handeln! Wollt ihr jemandem Schmerzen bereiten? Gegenstände verkaufen. Dann habe ich genau das Richtige. Alles weg. Weil... Kaufen. Was ist denn da? Kaufen. Recht und Verkauf? Wieso kann ich die denn die... Nur die... Hä? Geschäftsrang. Instagram. Kann ich meinen Beutel glotzen? Okay. Aufwerten. Ach, au. Sachen. Aussehen. Okay. Und da wir uns jetzt kennen, versucht nicht zu sterben, ja? Es kann da draußen ziemlich ungemütlich werden. Sie kann nur schauen. Du musst es ja auch dieses Aussehen geben. Ne? Ist das abgenutzte Schärpe? Sich nur wo? Hier. Yeah. Schaden. Überleben. Resis. Karte. Agu. F. Ah, das sind die Quests, okay. Story. Ja gut, let's go. Ich werde mein Bestes geben. Gut, und falls es zu ungemütlich wird, kommt einfach wieder her. Dann starte ich euch mit besserem Kram aus. Alles klar, bis dann. Oh, eine Sache gucke ich jetzt nochmal. Nee, da kann man ändern machen. Ändern. Stoffe, die ich habe? Okay. Ja, okay. Lasst uns losgehen. Was mir so... Spiel spannend. Warte mal, wo ist denn jetzt mein anderer? Da. Schreibt es einfach. Ah ja. Was? Wie macht alles kaputt hier? Böser Grimmi. Oh, hier gibt's was. Guck mal. Was ist das? Holz. Klingt, als wäre hier so einiges geschehen. Könnte man so sagen, ja. Magister Tevinters haben hier während des Kriegs die Stadt Arlethan zerstört. Dabei kam
jede Menge Blutmagie zum Einsatz. Und jetzt? Jetzt hat, was auch immer Solus getan hat, alles wieder aufgewühlt. Die alte Blutmagie aus dem Krieg. Sie hat die Jahrhunderte überdauert. Uralte Relikte tauchen wie aus dem Nichts auf. Ruinen schweben. Es ist wie eine alte Wunde, die nie ganz verheilt ist. Und die jetzt wieder aufbricht. Aha. Was für ein Anblick. Das war einst die Hauptstadt, Arlathan. Bevor der Krieg nur noch dies von ihr übrig gelassen hat. Ich vermute mal, sie hat seinerzeit noch nicht geschwebt. Mal das Ding da unten mal ran. Gehen wir mal mit. Guck mal da. Eine Brücke. Blut. Oh. Eiserliche Tücher. Noch was? Was bist du? Pilz? Erz. War voll aus wie ein... Natürlich wie ein Pilz. Krimi ist irgendwie blind manchmal, ne? Manchmal ist der blind, der Zwerg. Will hier auch gucken, was ist hier noch? Das ist eine Leiter. Ach, da komme ich wieder in die Stadt. Shortcut. Cool. Zu? Es ist zu hier. So. Ja gut. Aber hier lag doch auch noch irgendwas, oder? Was ist das? Ne? Täuschung? Schon. Seid ihr aufbruchbereit? Jetzt noch mal anderen. Noch mal langsam. Aber ja, sind wir. Harding, seid ihr euch sicher, dass ihr hierfür bereit seid? Ja, mir geht's gut. Ich muss mich wieder in den Kampf stürzen. Okay, dann lasst uns gehen. Solch einen dichten Nebel habe ich in dem Mittagsübergang noch nie gesehen.
Wie eigenartig. Der Anleger ist eigentlich immer voller Leute, die Waren anbieten, falschen oder herumbrüllen. Es ist immer was los. Hier stimmt etwas nicht. Bleibt wachsam. Hey, Notaus, bist du auch schon wieder aufgewacht? Du warst doch schon da, oder? Eingeschlafen? Hier ist es so still. Zu still. Wo sind die nur alle? Alle weg. Hallo. Lodi. Ich habe mir so ein bisschen verliebt, so ein bisschen ins Spiel, ne? Muss ich sagen. Wie mal. Hallo Lady, wunderschön. Lalalala, oh, da ist aber schön Gold dabei. Ja. Yeah. No. Ich will Feuerwehrmann werden. Heute ist Markttag. Die Leute sollten draußen sein, Eier anbieten und Brot kaufen. Da ist aber nicht, ist ne? Wie ausgestorben. Sie haben den Zugang zum Dorf verbarrikadiert. Da drinnen ist Verderbtheit. Ich kann es spüren. Seid vorsichtig. Zwerg macht alles kaputt, ja. Immer. Liegt überall Gold rum. Ups. Hoppla. Oh. Das ist wirklich ein bisschen verdammt. Oh Gott. Minimal. Das ist Verderbtheit. Und sie ist sogar noch schlimmer als im Wald. Ja, ein wenig. Oh. Niemand darf raus. Keine Ausnahmen. Alles in Ordnung mit euch? Was ist hier passiert? Muss sie drinnen festhalten. Dem Bürgermeister gehorchen. Hallo? Ich glaube nicht, dass er uns hören kann. Wir werden belohnt werden. Wir alle. Alle. Nein, ihr dürft nicht gehen. Hey, könnt ihr mich hören? Bleibt einfach hier. Dann wird alles gut. Ja, ja, das hat man, das sieht man an denen, die bei dir geblieben sind. Tschüss. Herr Bock. Irgendjemand hat mächtige Magie gewirkt, um den Verstand dieser Dorfbewohner zu kontrollieren. Da kommt Suppe von oben. Lecker. Der Dorfplatz. Wir müssen nach Überlebenden suchen. Kommt schon. Wir müssen rausfinden, was hier passiert ist. Ich glaube auch, Lodi. Muss ich auch dran denken. Seht euch das an. Ist das da auf dem Dach ein Aravel? Ja, die Verderbtheit muss es irgendwie dort drauf befördert haben.
Diese Verderbtheit ist merkwürdig. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Nein, noch nie. Verderbtheit ist normalerweise tot, unbelebt, aber die hier ist lebendig. Jetzt nicht mehr. Ah. Mutig. Gucken, wie lange noch. Höhlen in der Ferne. Ja, moin. Etwas Großes. Bleibt wachsam. Da drüben. Da sind noch zwei Überlebende. Hey, was geht hier vor sich? Muss die Schleierspringer finden. Sie zum Bürgermeister bringen. Sie redet von Jahel und Milva. Sie meinte, sie müsse sie zum Bürgermeister bringen. Wenn wir ihn finden, finden wir also vielleicht auch eure Freunde. Wieso haben sie nach Schleierspringern gesucht? Was hatte der Bürgermeister mit ihnen vor? Nichts Gutes, würde ich sagen. Aber wie kann das sein? Rutscht nicht aus. Das sind die tiefen Wege da unten. In denen jede Menge dunkle Brut lebt. Tiefe Wege kennen wir ja noch, ne? Aus dem ersten Teil. Das war nicht schön da. Seht mal, noch mehr Leute. Müssen alle zusammentreiben. Müssen sie reinbringen. Wir werden belohnt werden. Alter. Soll ich da noch durch? Lecker. Milva. Ist sie eine der Schleierspringer? Bellara. Jahel! Er lebt! Bellara! Wir helfen euch! Wir holen euch da runter, Jahel! Nein! Hör zu! Die Götter! Die Götter sind zurück! Ich hab sie gesehen! Sie gehört! Die Götter waren das? Ein Blutritual, um Verderbtheit freizusetzen! Die Dörfler, sie sagten, sie bräuchten Macht. Seid vorsichtig. Hey Kaido. So zwiegespalten, ob ich mir das Game holen soll. Das ist immer schwierig, ne? Also ich kann jetzt natürlich versuchen, die mit 1000 Elementen zu überzeugen. Aber das musst du natürlich alles selber wissen, ne? Ich bin ein bisschen verliebt bisher. Ich spiele jetzt seit knapp 3 Stunden. Mir gefällt es sehr gut. Oh, wow. Direkt ein Drache. Aber das mache ich nicht, ne? Also das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich werde dich jetzt nicht, guck einfach ein bisschen zu. Ich hoffe, das spoilert dich nicht zu sehr. Kreatur zu mir!
kenne euch. Ihr seid der Bürgermeister dieses Dorfes. Das Dorf? Seine Bewohner? Sind sie... Verderbt, tot, sie alle. Ihr habt sie den Göttern überlassen, nicht wahr? Nicht wahr? Sie waren in meinem Kopf. Haben mit meinen Gedanken gespielt. Sie haben mich dazu gebracht. Bitte, helft mir. Ganz ruhig. Erzählt mir, was passiert ist. Ich habe versucht, meine Leute zu beschützen. Das müsst ihr mir glauben. Die Götter wollten, dass ich die Schleierspringer ins Dorfzentrum locke. Alle anderen sollten einfach nur zusammengetrieben werden, um als erste Zeugen von Gilladanes prachtvoller neuer Schöpfung zu werden. Sie haben mir Gold gezeigt. So viel Gold! All das hier für Gold? Die Dorfbewohner, die Schleierspringer, die Verderbtheit ist überall! Demeters Übergang ist eurer Gier zum Opfer gefallen! Ich wusste es nicht. Ihr versteht nicht, wie es war, diese Stimmen zu hören. Die Götter haben seine Gier und Angst ausgenutzt. Und? Soll ich deshalb etwa Mitleid mit ihm haben? Ich sage, wir lassen ihn hier. Aber das wäre mein Tod! Die Verderbtheit ist überall! Was, wenn der Drache zurückkommt? Wenn wir euch gehen lassen, lauft ihr doch sowieso nur wieder direkt zu den Göttern. Sie waren in seinem Kopf. Ihr Einfluss könnte noch anhalten. Ich weiß jetzt, was sie tun. Ich werde mich nicht wieder verlocken lassen, das schwöre ich euch. Rook, ihr seid ein grauer Wächter. Ihr könntet ihn als Strafe nach Weißhaupt schicken. Wir schicken ihn zu den Wächtern. Nein, das werde ich niemals überleben. Wir nehmen jeden auf, selbst Mörder und Verräter wie euch. Es ist mehr, als ihr verdient habt. Ihr versteht das nicht. Ich habe ihre Macht gespürt. Man kann sich ihr nicht widersetzen. Ihr werdet den Rest eures Lebens damit verbringen, dunkle Brut zu bekämpfen. Das reicht zwar nicht, um euch reinzuwaschen, aber es ist ein Anfang. Aber... Seid dankbar dafür, dass ich euch diese Chance überhaupt gebe. Dafür müssten wir uns aber erstmal runterholen. Das Licht hatte sich geöffnet. Und die Götter waren frei. Dank Solas erwachten sie in einer Welt, in der ihr Reich, ihre Untertanen und sogar die anderen Götter fort waren. Doch ihnen blieb die Macht der Verderbtheit. Und die Auslöschung eines Dorfes war erst der Anfang. Sie wollten Kontrolle über noch mehr Verderbtheit. Über alles, um ihr Reich wieder aufzubauen. Aber das Streben nach Macht erfordert einen Preis. Und alle werden ihn bezahlen müssen. Drücke M, um die Schnellreise. Aha, aha, Schnellreisepunkte, okay. Erstatter über... Okay. So, das heißt, jetzt können wir mit... den sammeln, indem ich schnell reise. So, okay, cool. Hui! Hätte natürlich auch die Abkürzung nehmen können, die ich mir geschaufelt habe. So, jetzt erstmal den Wert. Der ganze Wald verderbt wird. Zack. Nur keine Scheu, riskiert einen Blick. Weg damit. So. Erzählt euren Freunden von mir. Sagt ihnen. Habt ihr unsere Späher gefunden? Sie sind tot. Tut mir leid. Elganan und Gelenane haben sie in einem Ritual geopfert. Bei den Schöpfern. Was ist mit dem Rest des Dorfes? Durch das Ritual wurde überall Verderbtheit freigesetzt. Das gesamte Dorf wurde von ihr verschlungen. Die wenigen Überlebenden werden durch Blutmagie kontrolliert. Ihr Verstand ist zerstört. Elganan und Gilenane haben sie wie Marionetten benutzt.
Morgen! Morgen, Morgen, Morgen ist auch da. Guck mal. Wer hat das vorhin gesagt? Wäre doch cool, wenn die kommt. Pupsknomette, ne? Nicht ruhen, guck mal. Ihr nicht vor ihnen kniet. Ängstlich, kauernd, hilflos angesichts derartiger Kräfte. Lady Morrigan? Für euch einfach Morrigan, Speerin Harding. Welch Freude, euch wiederzusehen. Rook, das ist Morrigan, eine alte Bekannte. Ich dachte mir, sie könnte uns vielleicht helfen. Morrigan hat der Inquisition geholfen, als Varric und ich noch Teil von ihr waren. Mit Ausnahme von Solas wusste sie mehr über altelfische Magie als jeder andere. Es war damals ebenso Vergnügen wie Notwendigkeit zu helfen, und das gilt auch heute. Um Elganan und Gelenane aufzuhalten, bedarf es vieler Hände. Dann danke ich euch schon jetzt für eure Hilfe. Wie erfrischend. Und ich danke euch ebenfalls. Ich weiß euer entgegenkommendes Wesen zu schätzen. Was könnt ihr uns über das alles sagen? So gefährlich Solas selbst auch sein mag, war es doch gerechtfertigt, dass er die Götter eingesperrt hatte. Sie jetzt gewähren zu lassen, würde für Thedas das Ende bedeuten. Das Ganze ist unsere Schuld. Die Götter sind entkommen, als wir Solas Ritual unterbrochen haben. Wäre es nicht besser, diese Gefühle dafür zu nutzen, alles wieder ins Lot zu bringen? Doch, natürlich. Aber wie? Seht sie nicht als Götter, sondern als das, was sie sind. Uralte, mächtige Magier. Um ihnen entgegenzutreten, benötigt ihr selbst beträchtliche Magie. Als ihr das Ritual des Schreckenswolfs unterbrochen habt, seid ihr da zufällig auf eines der Werkzeuge gestoßen, die er genutzt hat? Er hatte einen Dolch, aber der ging in dem ganzen Chaos verloren. Dann tätet ihr gut daran, nach ihm zu suchen. Er ist in euren Händen besser aufgehoben als in denen der Götter. Könnte Solas sonst noch etwas besitzen, das uns eventuell weiterhilft? Wir sind in seinem... Naja, er nennt es den Leuchtturm. Ah, natürlich. Die legendäre Zuflucht des Schreckenswolfs. Es heißt, sein Illuvien, der V-Rivas, ermögliche Reisen zu jedem anderen Illuvien. So funktioniert er nicht. Im Moment führt er nur nach Alethan. Ich kann einen Blick darauf werfen. Vielleicht kann ich ihn sogar reparieren. Ich kenne Illuvien besser als die meisten anderen. Wir würden uns über jede Hilfe freuen. Wenn Illuvien noch so funktionieren wie früher. Mittlerweile ist jede Magie anders. Unsere Götter sind zurück. Unsere Götter. Und sie töten Leute und verderben die Welt. Wie bieten wir dem die Stirn? Schritt für Schritt. Wir machen einen Schritt nach dem anderen gegen sie. Wir kennen zwar nicht alle Antworten, aber wir wissen, was zu tun ist. Ihr repariert den Illuvien im Leuchtturm. Und Neff, Harding und ich suchen diesen Dolch an der Ritualstätte. Vor uns liegt eine große Aufgabe. Machen wir uns an die Arbeit. In der Tat. Bereitet euch gut vor und trefft eure Entscheidungen mit Bedacht. In Zeiten wie diesen werden Legenden geboren. Oder erschlagen. Ich werde euch in dieser Schlacht jedenfalls nach Kräften unterstützen. Alles klar. Gehen wir. Ich bin so sexy, oder? Ja, das ist so unglaublich, ey. Ach, Krimi, du siehst einfach gut aus. Die Gruppe fand bei der Erkundung von Demetris Übergang heraus, dass die Götter das Dorf Verderbtheit verwüstet hatten. Schlimmer noch, sie hatten den dortigen Bürgermeister durch die Aussicht auf Reichtum dazu gebracht, seine Leute zu verraten. Die Gruppe entschied sich, den Bürgermeister zu den grauen Wächtern zu verbannen. Ja, so richtig so. Hätte doch sterben lassen können. Aber... Nö. Du schaffst das, Borte. Es muss getan werden. Stufe 5. Ich habe keine Ahnung, der richtige Skill. Was ist das hier? Teilen.
Ach du Scheibenkleister. Ich befürchte, das wird ein ganz schön übles Kombo geben, habe ich das Gefühl. Mit, Juhu, wie soll ich die denn machen? Kann das doch nicht. Auweia, das kann ja lustig werden. Man hat natürlich auch seine Fähigkeiten, die man mit einer Taste benutzt, aber diese Kombo-Dinger, die hinkriege. Naja. Ich jetzt nur mit die. Oh, wow. Okay. Ah ne, das Harding. Sagen. Ich hätte schießen sollen. Das hätte alles nur noch schlimmer gemacht. Das wisst ihr doch überhaupt nicht. Alles, was ihr habt, sind Mutmaßungen. Wir sehen uns etwas Unbekanntem gegenüber und arbeiten weniger mit Fakten als mit Gerüchten. Natürlich sind Mutmaßungen da alles, was ich habe. Ich hätte schießen sollen. Wir sollten uns nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Das tue ich doch gar nicht. Wirklich, Neff. Ich gebe euch keine Schuld. Oder Rook oder sonst irgendjemandem. Niemandem außer euch selbst, hm? Und? Wie funktioniert das für euch? Wir wollten verhindern, dass die Welt ins Chaos stürzt. Und was haben wir erreicht? Nichts. Die Gefahr, dass es dazu kommt, besteht noch immer. Die Elfengötter sind aus ihrem Gefängnis entkommen. Solas ist in eurem Kopf und wir haben nicht die geringste Ahnung, was wir tun sollen. Und Varric. Varric kannte die Risiken. Er wusste, wie hoch der Preis sein könnte. Wir sind noch am Leben. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Wisst ihr, genau das mag ich an euch, Borte. Ihr hört niemals auf zu kämpfen. Ihr drängt auf Antworten und Taten. Während ich mich ewig mit Fragen aufhalten kann. Naja, wir brauchen doch auch jemanden, die die Teile des Puzzles zusammensetzen kann. Wir kämpfen schließlich gegen das Unbekannte. Ganz genau. Wir alle erfüllen eine Aufgabe. Varric hat uns wegen unserer Stärken zusammengebracht. Er wollte eine Gruppe, auf die Verlass ist. Diese Gruppe müssen wir sein. Er meint, wir sollen unsere Stärken ausspielen? Und uns aufeinander verlassen. Ich denke, das kriege ich hin. Dann lasst uns Solas durchfinden. Das wäre schon mal ein Anfang. Ah, das klingt doch nach dem Plan. Wir sind da hochgeklettert, also hier lang. Lüpp. Seht nur. An dieser Stelle klingt noch Magie nach. Stark, alt. Der Dolch war also hier. Irgendjemand hat ihn an sich genommen. Ja, gucken wir mal, wer, ne? Da ist doch bestimmt wieder irgendwas da, nämlich, oder? Außer komische Luft. Nee, doch nicht. Okay. Dann nicht. Dunkle Brut. Oh nein, könnte der den Dolch haben? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Würde ich auch sagen. Seht nur, der da haut ab. Deswegen loote ich trotzdem. Ja, so ein, was ist das? Boga. Komm mal her, Freund. Ich
Weg mit dir. Wir müssen das Tor aufkriegen. Seht mal da oben, diese magische Vorrichtung. Ja, müssen wir da hoch, ne? Irgendwie. Werden wir wohl hier rum dürfen. Wo mal hier noch Spatz ist, so. Oh wow, richtet mal die Aussicht an. Alter Schlappen. Hui. Schee hier. Das muss ich richtig ausrichten anscheinend. Okay, kriegen wir hin. Gute Arbeit und jetzt hinterher. Zack. Ah, da ist noch was. Oh, gerade so gereicht. Schleier des Waldwächters. Ich hab doch keinen Helm an. Oh Gott. Was soll das sein? Meine schöne Frisur? Die dunkle Brut hat doch normalerweise kein Interesse an irgendwelchen Dingen, oder? Haben sie nicht, soweit ich weiß. Aber Solus Dolch ist etwas Besonderes. Er hat sie vielleicht angelockt. Scheiße aus. Helme sehen immer so doof aus. Keine Ahnung. Gekommen sein. Achtung, da vorne ist noch mehr dunkle Brut. Gut gemacht. Hä? Ist hier noch? Und Elemphüre Eliminierung mit E aus. Ach, wenn die straucheln, das geht dann auch? Was? Cool. Heilung gebrauchen? Wo ist kein Heiler da oder was? Ach so, sie hat mir einen jetzt gegeben. Wow. Egal. Okay. Wow.
Ende. Stehen wieder etwas ungünstig hier hinten. Merke ich gerade. Aua. Au! Sag mal. Oh nein, daneben. Das habe ich auch gemerkt. Ich bezweifle, dass ihn diese dunkle Brut an sich genommen hat. Suchen wir weiter. Ich habe so ein... Was habe ich... Habe ich da keine Waffe jetzt gefunden? Nee, doch nicht. War das wohl nur ein... Schrottstück. Kann man das dann irgendwie eigentlich... Nee, kann man nicht zerlegen, gar nichts. Okay. Irgendwann Heilung. Wird gemacht. Danke. Da drüben, unser Dolchdieb. Da ist noch mehr Verderbtheit im Weg. Eine Truhe. Da. Sieht aber sehr zerbrechlich aus. Kommt hier rüber? Ach, das ist wieder so eine Brücke, die man... Geh da mal lieber weg, Mädel. Hä? Das hier rausnehmen ist ja auch wieder die Brücke weg. Lili, so, wie kommen wir da jetzt? Ist auch so ein Ding da hinten? Ich würde jetzt sagen, ich lasse Schnull... Warte mal, ich könnte ja mal da ein Schild hinwerfen. Und es gibt vermutlich noch eine. Ah, da. Verstehe. Ah.
gute Arbeit. Klar, sie ist ekelhaft. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Jetzt kommen wir durch. Okay. Checkt. Alles klar. Dreieckschild. Ruhm der Behüter. Besser? Rucheln erhöht. Körperlicher Schaden für Strauchel. Ist ja auch. Oh, ist wieder dicker. Hui. Oh, aua, ey, sag mal. Aha, hast du gedacht? Jetzt haben wir noch den Dicken. Wo ist der? Da. Blumpsk. Noch einer dieser magischen Strahlen. Na kaputt? Dieses Mal sind es zwei solcher Vorrichtungen. Ich wette, wir müssen auf jede von ihnen einen Strahl ausrichten. Dann machen wir das doch, oder? Würde ich sagen. Kein Problem. Muss mal umgucken hier. Aha. Was in die Hose gegangen hier? Jesus. So, wo muss das hin? Da oder was? Ah ne, hier. Das war der erste. Suchen wir jetzt nach dem anderen. Jupp. Ich da runterspringen, ohne dass ich Schaden kriege? Geht. Der andere ist ja gegenüber, das ist ja einfach. Jetzt haben wir mal wieder so ein... Ja. Alles klar. Danke. Gute Arbeit. Dann sehen wir doch mal, was hinter diesem Tor ist. Machen wir so. Ich wollte gerade mal ganz kurz gucken, was da ist. Und hier habe ich irgendwas frei geschossen. Das hier müssen wir ja lang. Gucken wir mal eben, was wir damit freigeschaltet haben. Oh, eine Kiste. Wird schon weitergehen. Geätzte Axt des Räubers. Axt. Irgendwas?
Noch eine Truhe. Jetzt. Immer her mit dem Zeug. Besser? Oh ja. Zack. Wir mal kurz noch die Leiter hier runter. Da ist auch noch eine Truhe, sehe ich gerade. Hui. Nehmen wir mit. Ist doch klar. Hallo Freunde! Hey Rock, gut gemacht! Hä? Fall ich auch. Ah, ich hätte das andere nehmen können. Okay, egal. Rutschen. Hui. Mach ich. Habe ich schon wieder nicht reagiert. Es wird noch irgendwann mal mein Untergang sein. Das Tank. Hui! Ups. Oh! Ich glaube, ich habe ihn getötet. Wir sind noch am Leben. Hoppala. Nicht schlecht. Oh! Na, kriege ich das jetzt noch hin? Was haben wir hier hinten noch? Hier laufen wir auch einmal zurück. Wer weiß, was da hinten noch im Wasserfall ist. Erz. Reines Erz. Oder hinten sehe ich auch schon wieder was leuchten. Kristalle. Mineralien. Erprobte Aufmachung. Mittelschwere Rüstung. Mehr Verteidigung. Her damit. Oh Gott. Mittelschwere Rüstung musst du doch auch eigentlich meine Gefährten tragen. Achso, die haben das gar nicht im Inventar. Ah. Ja gut. Vor allem, ich habe ja gar keine Schuhe an, ne? Mal gucken,
gucken meine Zähnchen raus. Irgendwie interesting. Ne? Krimi läuft immer wieder mit nackten Füßen rum. Das muss der Ghoul sein, hinter dem wir her sind. Hoffen wir mal, dass er den Dolch noch hat. Was ist auch noch? Oh! Ein anderer Ghoul. Machen wir hier gleich mal die Ulti rein. Boss, gleich voll aufs Maul. Zack, weg ist er. Ulti weg, zack, rein. Aus die Maus. Solas Dolch? Da haben wir ihn. Ich. Oh. Ich. Oh. Okay, interessant. Bewegt ihr diese Felsbrocken? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Kontrolle darüber. Miniere Vorbereiter und Auslöser, um Detonation auszulösen. Das da? Wird zu einer Detonation. Bewegt den Status überwältigt. Okay. Aua! Sag mal. Oh, Schluss hier. Zerfetzen Fähigkeit ein. Gefolgt von Nervous Combo. Okay. Ja, okay. So. Ja, sehr cool. Oh, okay. So funktioniert das. Alles klar. Ja, nice. Tschüss. Sie kommt von rechts. Ja, geil, voll runtergeschubst. Hey. Oh, okay, da kommt noch ein bisschen. Ich bin soweit. Let's go. Fetz. Wir stehen unter Beschuss. Pass auf. Oh, shit. Nein. Links von euch. Hallo. So, oh ne, die sind noch gar nicht ready. Ja, dann. Mach ich das. Bam. Achtung, Beschuss.
Mal. Bist du schon wieder da, der Ghoul? Nein. Eure Dinger ready? Zack, zack, macht mal wieder. Der ist gerade weg. So hin. Shit. Das sollte eigentlich so gemacht werden. So und so. Dann go. Sehr schön. Eine Heilung muss ich mir selber werfen. Das kriegen die nicht mehr hin. Ah, Mist. Ich muss mehr blocken. Ich muss mehr blocken. Was ist er denn jetzt? Da ist er. Wieso hatte ich das jetzt nicht mehr ready? Jetzt. Shit, ich brauche Heilung. Oh, Kacke. Schon wieder ready? Nee. Das war nicht einfach, der Typ, ey. Schon wieder ready? Nee, sie ist noch nicht ready. Vor noch ein paar Sekunden. Jetzt. Zack. Combo. Let's go. Gut, alles. Jawohl, ja. Wie gesagt. Dieser Dolch. Was hat er mit mir gemacht? Ich bin mir nicht sicher, aber wir sollten besser zurückgehen. Dann können wir das in Ruhe besprechen. Ja. Würde ich auch sagen. War ein harter Kampf. Leicht harter. Härtere. Euer Schoßtier hat versagt, Schwester. Und jetzt bleibt mir die Magie des Dolchs des Schreckenswolfs verwehrt. Fen Harrell mischt sich wieder ein. Wenn dieser Dolch unerreichbar ist, müssen wir einen weiteren herstellen. Aus rotem Lyrium. Na toll. Ich mache einfach einen eigenen. Ich brauch den nicht. Ihr sagtet, etwas hätte euch übernommen? Irgendwie schon, ja. Und es ist immer noch da? Ja. Ich glaube schon. Das kann doch keine Besessenheit sein, oder? Das bezweifle ich. Zwerge können nicht besessen sein. Sie haben keine Verbindung zum Nichts. Solus Dolch hat das ausgelöst. Aber wie und warum? Es tut mir leid, Borte. Ich wünschte, ich hätte Antworten für euch.
ist schon gut. Allein darüber zu reden hat mir schon geholfen. Und hey, wir haben den Dolch, oder? Also, Mission erfüllt. Zwerge konnten noch nie Magie wirken. Wir sind dazu nicht fähig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Was ihr nicht sagt. Ich brauche vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit. Das alles ist seltsam, aber ich fühle mich irgendwie verbunden. Womit? Mit dem Stein. Das Gespür für den Stein. Einige von uns Zwergen scheinen dazu bestimmt zu sein, es zu besitzen. Hattet ihr es schon vorher? Ich bin eine Oberflächlerin. Die Traditionalisten würden sagen, ich sei vom Stein getrennt. Womit sie ganz offensichtlich falsch lägen. Vielleicht hat ja der Dolch etwas Verborgenes freigesetzt. Aber das hier ist mehr als das Gespür für den Stein, wie ich es kenne. Ich weiß, es ist seltsam, aber wird das Ganze für uns zu einem Problem? Also je mehr ich dir beim Zocken zugeguckt habe, so mehr habe ich Bock auf das Game bekommen. Ich habe es mir gerade erst mal gekauft. Das Gordon, da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Spiel. Ich hoffe, es macht dir genauso viel Fun wie mir. Also ich bin verliebt. Aktuell. Zielt einfach nicht auf mich. Das klingt nach mir. Solange ihr eure Felsburg nur auf die Bösen schleudert und nicht auf mich. Dann gebt mir einfach keinen Grund dazu. Ich kann nichts versprechen. Ich werde die grauen Wächter über die Verderbtheit, die wir gesehen haben, informieren. Und dann lege ich mich ein bisschen hin. Und wir müssen mehr darüber herausfinden, was die Götter planen. Ich suche mir einen Ort, an dem ich mich entspannen kann und versuche Solus im Nichts zu erreichen. Viel Glück dabei. Versucht ihn nicht an euch ranzulassen. Dito, ich habe auch alle Teile gespielt. Wir kommen endlich voran. Und was auch immer es mit meiner neuen Magie auf sich hat, sie fühlt sich richtig an. Ihr Augenmerk galt dem Schreckenswolf und den entflohenen Göttern. Aber ihre eigenen Dämonen, die sie bald heimsuchen würden, übersahen sie leider. Harding sagte sich, es ginge ihr gut. Sie war verbunden mit dem Stein, den untergegangenen Titanen und der gesamten zwergischen Geschichte mit all ihren Geheimnissen. Wie könnte das alles andere als gut sein? Ein Kurzbogen für Harding. Ja, dann her damit. Jetzt muss ich aber unbedingt mal in die Truhe. Ich sollte mir wohl einen Ort suchen, an dem ich mit Solus reden kann. Ja, wahrscheinlich in dein Bettchen, ne? Ins Bettchen. Projektile zurückwerfen, das ist immer gut. So. Kannst ja alles wieder umskillen und Gesundheitschefin. Dieser Raum war doch vorher noch nicht da. Oder etwa doch? Tja. Scheint. Neff oder Harding müssen mein Gepäck hierher gebracht haben. Gute Idee. Hier schläft es sich auf jeden Fall besser als im Lazarett. Ich kann mir einen Moment nehmen, um meine Sachen auszupacken. Immer wenn ich mir das ansehe, höre ich das kleine Mädchen, wie es sich bei mir bedankt, weil ich ihr Dorf vor der dunklen Brut gerettet habe. Sie sagte, weil die grauen Wächter keine Griffins mehr haben, solle ich ihren nehmen. Wäre ich nicht dort gewesen, hätte ich Varric nie getroffen. Und der erste Wächter hätte sich nie beschwert, dass ich Befehle ignoriere.
unwichtig, was der erste Wächter denkt. Ein kleines Mädchen ist noch am Leben, weil ich angegriffen habe, statt auf Verstärkung zu warten. Beric und seine Lebenslektion. Ich habe ihn gefragt, wie wir Solus aufhalten sollen. Und er gab mir das hier. Blickt lange hinein. Er wird immer das Gesicht eines Helden zeigen, der Dinge erledigt. Ich sehe gut aus. Ein verdammt gut aussehender Held, wenn ich das sagen darf. So. Beziehe das Zimmer. Ein Krämer hat mir das gegeben, nachdem ich seine Karawane vor Banditen gerettet hatte. Er sagte, er hätte zwergische Handwerkskunst immer bewundert. Vor allem alles aus Stein. Beeindruckendes Volk, hat er zu uns gesagt. Er wollte nett sein, aber naja, besser als noch ein Mensch, der fragt, warum wir nicht träumen oder zaubern können. Eine Reflexion über den Gebrauch von Klingen. Das habe ich bei der Waffenausbildung bestimmt ein Dutzend Mal komplett durchgelesen. Wie oft habe ich das Buch gegen meinen Kopf geschlagen, um mir die Lektion irgendwie einzutrichtern. Aber das Training ist vermutlich der Grund, weshalb ich heute noch am Leben bin. Gut, so ist's besser. Also, wie stelle ich eine Verbindung zu Solus her? Muss ich einfach nur einschlafen oder Entspannung? Ich muss vielleicht irgendwie meinen Geist leeren. Meditation. Nüdel, Hallöchen. Einen wunderprächtigen. Ihr seid schon wieder zurück. Das heißt, wo die Lage ist schlimmer, als ich dachte. Hallo, Schreckenswolf. Oh, aber vielleicht irre ich mich ja auch. Womöglich seid ihr ja hier, um mir mitzuteilen, dass meine Befürchtungen gänzlich unbegründet waren. Man kennt mich ja schließlich als den Gott der Lügen, des Verrats und der Rebellion. War ja klar, dass ihr sowas nicht einfach auf sich beruhen lassen könnt. Genau deshalb mag euch übrigens auch niemand. Ich habe über Jahrhunderte hinweg eine Rebellion angeführt, die in der Erschaffung des Schleiers und der Zerstörung des Elfenreichs gipfelte. Okay, das ist ebenfalls einer der Gründe, warum euch niemand mag. Meine Informationen waren zutreffend. Ihr erkennt jetzt, dass die Gefahr real ist. Ich muss wissen, was die Götter vorhaben. Ihr bittet um Wissen, das kein Sterblicher auf dieser Welt besitzt. Wenn ich es mit euch teilen soll, muss ich wissen, was euch dazu befähigt, den Kampf gegen Elganan und Ghelenane anzuführen. Ich bin so ein bisschen verliebt. Ich habe nicht den Befehl über alle. Ich führe einfach nur meine kleine Gruppe an, bis Varric wieder auf den Beinen ist. Ich verstehe eure Angst. Wenn ihr euch zum Anführer erklärt, könnten andere denken, ihr wärt machthungrig. Nicht besser als jene, die ihr bekämpft. Ich habe nicht gesagt, dass ich Angst hatte. Bei den Grauen Wächtern hatten ich und eine Gruppe von Rekruten es mal mit einem Vorstoß der dunklen Brut zu tun, außerhalb eines Dorfes. Laut Befehl hätten wir auf Verstärkung warten sollen, aber wir wussten, dass bis sie eintreffen würde, alle im Dorf bereits tot sind. Dennoch habt ihr eure Rekruten hineingeführt, den Tunnel einstürzen lassen und das Dorf gerettet. Woher wisst ihr das? Ihr habt Varric fast ein Jahr lang dabei geholfen, mich zu verfolgen. Es wäre dumm gewesen, nicht mehr über die in Erfahrung zu bringen, die Jagd auf mich machten. Dann wisst ihr ja, dass mich Titel nicht interessieren. Aber wenn etwas getan werden muss, bin ich zur Stelle. Nun, ich schätze, ich war zu Beginn vermutlich gar nicht so anders als ihr.
Zu Beginn wovon? Meiner Rebellion gegen die Evanuras, die Elfengötter, wie ihr sie nennt. Sie wollen wieder die Herrschaft über diese Welt übernehmen. Um das zu erreichen, werden sie zwei Dinge brauchen. Erstens die Verderbtheit. Was in dieser Welt existiert, ist lediglich ein Bruchteil ihrer Macht. Der Rest ist eingesperrt, bis sie sie freilassen. Aber wir können doch verhindern, dass sie die Verderbtheit befreien, oder? Um den Kerker der Verderbtheit zu erreichen, müssen sie den Schleier durchstoßen. Mein Lyrium-Dolch ist eines der wenigen Dinge, die dazu fähig sind. Wir haben ihn bereits an der Ritualstätte geborgen. Ausgezeichnet. Das heißt, sie müssen ihren eigenen herstellen. Das verschafft euch Zeit. Ihr sagtet, die Götter bräuchten zwei Dinge und die Verderbtheit sei das erste. Was ist das zweite? Anhänger. Sie bezeichnen sich selbst als Götter. Und was wäre ein Gott ohne Gläubige, die ihn anbeten und ein Loblied auf ihn singen? Ihr denkt, sie wollen ihre einstigen Untertanen zurück? Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das Volk der Elfen das Knie vor mordlustigen, verderbten Monstern beugen wird. Dem stimme ich zu, aber die Elfen sind Elganan und Gilenain gleichgültig. Sie werden ihre Gläubigen unter jenen finden, denen es nach Macht giert. Unter Tyrannen. Unter den Grausamen und Korrupten, die ihre eigene Verletzlichkeit fürchten und jede Gelegenheit, sich stark zu fühlen, ergreifen. Wenn ihr Jagd auf sie macht, werden sie euch zu Elganan und Gilenain führen. Klingt unterhaltsam. Hm. Ihr wollt also, dass ich mich mit Tyrannen und sonstigem Abschaum anlege? Klingt nach Spaß. Ich will überhaupt nichts. Ich gebe euch keine Anweisungen, sondern mache lediglich Vorschläge. Dann fange ich damit an. Gibt es sonst noch etwas? Der Virevars, der Leuchtturm Illuvien, kann euch überall hinbringen, wenn ihr seine Geheimnisse ergründet. Ist euch das gelungen? Noch nicht, aber wir haben eine Schleiersprengerin, die das auf jeden Fall hinkriegt. Alles Weitere wird sich dann schon ergeben. Ja. Ich schätze, das wird es wohl. Und wenn ihr mit Varric sprecht, sagt ihm bitte, dass ich bedauere, was passiert ist. Also ein Spiel, um Sternenmaus eifersüchtig zu machen? Ja. Klar. Du hast neue Aussehen für deine Garderobe erhalten. Aussehen können in der Garderobe in deinem Zimmer angepasst werden. Oh. Wo? Jetzt kann ich auf die... jetzt kann ich auf das Zeug... Werbeaktion, Werbeaktion, Werbeaktion. Okay, das hat nichts mit der Deluxe-Edition zu tun. Anscheinend. Okay. Oh, wow. So, Helme? Ah. Okay, das haben wir ja schon, das Ding. Mach Helm an. Das? Das ist ja das T-Shirt. Was soll ich das jetzt ändern? Standard-Wächter-Uniform. Ist auch andere Skins? Nö. Da kannst du die alten Skins von den anderen, wenn dir besonders was gut gefällt. Ah, das ist ja geil. Das sogar noch dekorieren, den Kram. Okay, ja dann. Ich mit Varric. Ja, dem muss ich jetzt erstmal sagen, dass das so was leid tut.
Das war nicht beabsichtigt, das ist ausgerutscht. Solas hat also die Wahrheit über die Götter gesagt. Ihr wisst also schon Bescheid? Es ist schlimm, Varric. Hättet ihr Demeters Übergang gesehen? Die Gruppe muss rasch handeln. Und das geht nicht, wenn ihr Anführer bettlägerig ist. Ihr müsst die Führung übernehmen. Ich kann nicht tun, was ihr tut. Ich konnte die Gruppe in eurer kurzen Abwesenheit kaum zusammenhalten. Ihr müsst nicht tun, was ich tue. Ihr müsst lediglich die Aufgabe erfüllen. Rook, als ich diese Gruppe zusammengestellt habe, nach wem habe ich da gesucht? Nach einer Detektivin, um den Schreckenswolf aufzuspüren und einer Späherin, um die Lage zu sondieren. Ich habe genau die Leute rekrutiert, mit denen er gerechnet hatte. Diszipliniert, berechenbar. Und dann seid ihr noch ihr. Erinnert ihr euch an unsere erste Begegnung, Kleiner? Ich habe mit angesehen, wie ein paar wilde Rekruten unter eurer Führung die größte Horde der dunklen Brut zurückgeschlagen haben, an die ich mich erinnern kann. Ich brauchte dafür bloß die richtige Strategie. Die niemand sonst unter den grauen Wächtern gefunden hatte. Ihr habt diese Horde aufgehalten. Ihr musstet zwar ein Rathaus über ihn einstürzen lassen, aber ihr habt eine echte Gabe, Kleiner. Wofür? Ein Weg durch die übelste Scheiße zu finden, die ich je gesehen habe. Mithilfe eines Plans, mit dem niemand rechnet. Jemanden wie euch hätte Solas nie im Leben erwartet, Rook. Und keine Sorge, ich stehe hier zur Verfügung, wenn ihr reden wollt. Es gibt da etwas. Hat Nev euch von meinem Gespräch mit Solas in nichts erzählt? Griesgram und ich hatten früher viele gute Streitgespräche. Ich will mir nicht vorstellen, wie es wäre, ihn in meinem Kopf zu haben. Aber wie fühlt ihr euch damit? Er ist der Gott der Lügen und er ist in meinem Kopf, Varric. Was meint ihr, wie ich mich dabei fühle? Stimmt natürlich, aber Nev ist eine große Magierin. Wenn ihr einen Schutz braucht, der ihn aus eurem Kopf verbannt, ist sie dazu in der Lage. Aber ihr habt sie nicht darum gebeten. Warum nicht? Solas ist die beste Informationsquelle über diese Elfengötter, die wir haben. Ohne sein Wissen werden wir sie nicht aufhalten können. Eure Entscheidung lautet also, weiterhin mit ihm zu reden. Ich... ja. Ihr trefft eine Entscheidung. Bleibt vorsichtig und besorgt. Aber macht euch keine Vorwürfe, wenn ihr tut, was ihr tun müsst. Ich soll euch außerdem ausrichten, dass er bedauert, was passiert ist. Dass ihr verletzt wurdet, meine ich. Griesgram ist sentimental. Er kann die Welt in Brand stecken und dann wegen einer einzelnen Blume mit schwarzen Blättern weinen. Als ich an der Ritualstätte übernahm, musste ich entscheiden, wer mich begleiten sollte, um die Statue umzustürzen. Es war meine erste Entscheidung als Anführer der Gruppe. Und Harding wurde dabei verletzt. Ihr habt eine Entscheidung auf Basis eurer Informationen getroffen. Manchmal werden daraufhin Leute verletzt. Oder Schlimmeres. Was hättet ihr getan? Was ich getan hätte? Wahrscheinlich wäre ich getötet worden und hätte das Ritual nicht aufgehalten, wenn ihr nicht eingegriffen hättet. Es ist nicht so, dass gute Anführer niemals Fehler begehen. Aber sie geben es zu, wenn sie einen machen. So gewinnt man Vertrauen. Demeters Übergang war furchtbar. Wir haben dort nur einen einzigen Überlebenden gefunden, den Bürgermeister. Ihr habt ihn zu den Wächtern geschickt, richtig? Nicht alle waren zufrieden mit meiner Entscheidung. Wir fangen gerade erst an und ich verliere bereits ihr Vertrauen. Der Schlüssel zum Vertrauen der Gruppe ist nicht, nur Entscheidungen zu treffen, denen alle zustimmen. Es geht darum, dass die Gruppe weiß, dass ihr euch alles anvertrauen kann, auch wenn ihr nur Mist redet, und dass ihr zuhören werdet. Ihr solltet euch jetzt etwas ausruhen. Ihr schafft das schon, Rook. Nur noch eines, bevor ihr geht. Ich habe mir das Gehirn darüber zermartert, wer uns mit diesen Göttern helfen könnte. Ist euch etwas eingefallen? Nein. Aber Anführer müssen nicht immer selbst alle Antworten wissen. Sie müssen die Leute kennen, die sie haben. Nev hat Verbindungen zu einer ganzen Welt, die Harding und ich kaum kennen.
Ein Gespräch mit ihr könnte sich lohnen. Ich verstehe. Danke, Varric. Jederzeit gern. Ach, der Varric, der gute Varric. Ich wünschte, ich könnte mit euch da draußen sein, Rook. Seid einfach vorsichtig, ja? Schauen wir mal nach Neve. Wieder draußen? Ist die gerne. Werkstatt? Oh. Was, wie, wer, was? Da kann ich sagen, oh, da kann ich Sachen aufheben. Okay. Aber das lohnt sich doch am Anfang noch nicht, oder? Quatsch, mit dem grauen Zeug. Ich würde mal interessieren, ob man das Zeug auch zerstören kann oder verkaufen kann oder... Müllt das jetzt das Inventar zu? Da bin ich ja mal gespannt. Sieht. Wo ist denn die Dame? Arbeitszimmer sind wir jetzt. Okay. Nev, ihr habt Irrlichter? Ja, die gab's zu diesem Ort dazu. Aber egal, ihr seid hier, weil ihr Ansatzpunkte braucht. Ihr braucht Verbündete, um die Götter zu jagen. Ich weiß, wo man suchen muss. Wir müssten nur an einen anderen Ort als Alethan kommen. Bellara arbeitet daran. Was habt ihr? Fangen wir damit an, was wir wissen. Die Götter sind personifizierte, verderbte Magie. Wen heuern wir an, um das zu bekämpfen? Zunächst mal die Krähen von Antiva. Ihr wollt Götter mit Assassinen bekämpfen? Nicht mit irgendeinem Assassinen, mit ihrem meistgefürchteten Magiertöter, dem Dämon von Virantium. Gut, überzeugt? Dann ziehen wir jetzt die Krähen auf unsere Seite. Hals- und Beinbruch dabei. Der Dämon hat seinen Spitznamen dadurch erlangt, dass er Blutmagier und Venatori ausgeschaltet hat. Und soweit ich weiß, ist sein Ruf wohl verdient. Ich bin nie hinter seinen echten Namen gekommen und in den letzten Jahren ist es ruhiger um ihn geworden. Die Krähen müssten aber mehr wissen. Ich kann ein Treffen mit ihren Anführern in die Wege leiten. Zeit, neue Freundschaften zu schließen. Warten wir erst mal ab, wie es läuft. Ihr sagtet, wir bräuchten zunächst mal die Krähen. Was steht noch auf der Liste? Ein Ausflug nach Hause. Zurück nach Minrathis. Die Hauptstadt und das Herz Tevinters. Eines Magierreichs, das sich nur allzu gut mit verderbter Magie auskennt. Die Obrigkeit Tevinters... wird uns nicht helfen und ist nicht vertrauenswürdig. Deshalb reden wir auch mit den Schattendrachen. Sie sind eine Widerstandsgruppe, die Sklavenhändler, Blutmagie und jegliche Verderbtheit im Reich bekämpft. Sie haben überall Augen und Ohren, darunter auch meine. Wenn die Götter im Reich agieren, könnten wir vielleicht etwas erfahren. Abgesehen davon sollte ich sie mal wieder auf den neuesten Stand bringen. Es klingt, als wären diese Leute wirklich großartig. Ich meine, falls sie auch nur annähernd so sind wie ihr. Niemand ist so gut, wie er nach außen wirkt. Aber sie geben sich Mühe. Wir reden also mit den Krähen in Antiva und den Schattendrachen in Minrathis. Ich würde außerdem gern mal wieder in meinem Viertel vorbeischauen. Falls Bellara für uns bereit ist. Ja, wir sollten nachsehen, wie es läuft. Schiff,
Ich beim Eluvian mit Bellara. Let's go. Na dann. Ich bin kurz davor. Ich muss nur noch... Scheiße. Entschuldigung. Soll ich euch helfen? Nein, nein, ich schaff das. Fast fertig. Spiegel sind schon irgendwie komisch. Findet ihr nicht? Reflexion. Sie verzerren die Realität. Egal, was man auch versucht. Das ist es. Kontrolliert man erstmal diese Verzerrung, dann... Es ist geschafft. Was für ein Ort? Wenn ich raten müsste? Ich würde sagen, das Nichts. Also ein anderer Teil davon. Hat Morrigan nicht gesagt, diese Eluvian könnte überall hinführen? Ich hätte nicht gedacht, dass das auch woanders im Nichts bedeutet. Sie nannte es den Virevars. Freiheit der Wege. Ich frage mich... Wenn ihr eine Theorie darüber habt, was das für ein Ort ist, sagt es uns, Bellara. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. In einigen älteren Texten wurde über einen Ort im Nichts geschrieben, durch den alle Eluvien miteinander verbunden sind. Eine Kreuzung, von wo aus man in wenigen Minuten an jeden Ort in Thedas reisen kann. Genau. So etwas Ähnliches haben wir gesehen, als wir Solus verfolgt haben. Vielleicht ist das das Gleiche. Es ist gleich. Und doch nicht. Wer seid ihr? Und wie seid ihr hierher gekommen? Der Fangzahn des Wolfs. Ihr tragt ihn jetzt. Alte Pfade. Eine neue Reise. Geht hindurch. Ich werde warten. Also, ich weiß nicht, ob das eine Falle ist oder nicht. Aber wir haben keine anderen Möglichkeiten. Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Und Hen hat sich nicht gefährlich angefühlt, wisst ihr? Eher traurig. Wir haben keine Ahnung, was oder wer Hen ist. Also lasst uns vorsichtig sein. Wir müssen für alles bereit sein. Und wir wissen immer noch nicht, was dieser Eluvian macht. Jemand sollte vielleicht zurückbleiben, falls er sich schließt. Gute Idee. Sagt uns einfach, wenn ihr bereit seid aufzubrechen, Rook. Und dann finden wir heraus, was los ist.